Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen, die uns heute hier zuschauen. Ich bin der Jens von der Association for the Design of History. Wir sind eine internationale linksakzelerationistische Plattform für soziale Transformation. Wir haben uns heute Abend Dr. Anna-Veronika Wendland eingeladen. Frau Wendland lebt in Leipzig und arbeitet in Marburg und hat kürzlich ihre Habilitationsschrift Kerntechnische Moderne, Atomstädte, nukleare Arbeit und Reaktorsicherheit in Ost- und Westeuropa von 1966 bis 2021 abgeschlossen. Sie wird uns heute einen Vortrag halten mit dem Titel Am AKW gleich links: Klimaschutz, Kapitalismuskritik und die Rückkehr der Kernenergie in linke Diskurse. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Vorab was Formales. Fragen würden wir im Nachgang zulassen. Also ihr könnt die in den Chat schreiben, ich werde die dann vorlesen. In der Regel machen wir es so, falls ihr eure Frage selbst stellen wollt, könnt ihr hier in den Zoom-Chat entweder ein Sternchen für eine unquotierte, um auf die unquotierte Liste zu kommen, oder ein Hashtag für die quotierte Liste. Ich werde euch dann aufrufen, aber ich kann eure Fragen auch vorlesen, wenn euch das lieber ist. Ihr könnt die Fragen auch während des Vortrags stellen, damit ihr sie nicht vergesst. Ich werde die dann sammeln und Frau Wendland am Ende stellen. Ja, dann war es das soweit von mir. Frau Wendland, ich würde an Sie das Wort übergeben. Ja, danke. Hallo, schönen guten Abend an alle, die jetzt zuhören. Ich habe vorher noch eine Verständnisfrage. Was ist die quotierte und die unquotierte Liste? Weil ich sehe hier in den Chat, sehe ich ja auch selber dann die Fragen oder im Also Zoom-Chat? ich würde Ihnen die Fragen vorlesen. Also wer sich Ja, meldet, okay. würde ich dann einfach aufrufen. Ich würde Sie dann darauf hinweisen, dass es eine Meldung gibt. Genau. Ja, dann fange ich gleich an. Also was ich heute vorhabe mit euch, das ist im Grunde so eine Art Stein ins Wasser schmeißen in Form eines eigentlich ganz konventionellen Vortrages, der einfach versucht, mal ein paar Thesen aufzustellen. Nämlich, wo stehen wir eigentlich jetzt mit Klimakrise und den Mitteln und Instrumenten und Vorhaben, die wir einfach haben? Reichen die? Welche Rolle spielt da die Atomkraft? Welche Rolle spielt eigentlich Kapitalismuskritik in diesem ganzen Setting? Und ja, haben wir eigentlich die Technik, die wir brauchen, oder brauchen wir die Technik, die wir haben? Und da meine ich tatsächlich auch nicht nur die Kerntechnik, sondern die eigentlich auch schon viele abgeschrieben haben, sondern durchaus auch die, die wir eben wirklich haben, nämlich zum Beispiel die Erneuerbaren. Also läuft das so, wie wir es eigentlich brauchen? Das sind so ein paar Fragen, die ich stelle, aber weil ich Technikhistorikerin bin, die halt sehr, sehr lange zum Thema Kernenergie gearbeitet hat, auch selber viel in Kernkraftwerken direkt vor Ort geforscht hat, stelle ich natürlich auch tatsächlich solche Fragen, wie eigentlich Images von Technologien auf das Nachdenken über Technik dann einwirken und auch auf die Entscheidungen von Menschen, wie sie mit Technik umgehen. Und das ist gerade in der deutschen Situation, also in der Vorgeschichte der Abkehr von der Kernenergie in Deutschland, ungeheuer wichtig zu wissen, auf was für Denkstrukturen das eigentlich beruht. Na, das sind so die Themen in diesem Vortrag. Der ist grob in drei große Teile gegliedert. Das eine ist erstmal eine Situationsbeschreibung, der ist so ein bisschen auf. Fächere, was ist eigentlich jetzt gerade los, ne? Und welche Fragen müssen jetzt gestellt werden? Und dann gibt es einen, so den Mittelteil, in dem ich tatsächlich auf diese diskursiven Grundlagen unserer Images der Kerntechnik eingehe. Und am Schluss frage ich danach, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der real existierenden oder der da irgendwann kommenden Kerntechnik aus? Also wie müsste man die organisieren, damit die wirklich eine Möglichkeit wäre, der Klimakrise beizukommen. Das sind so ein paar Steine, die ich da ins Wasser schmeiße, und dann freue ich mich auf die Diskussion. Also wir können auch sehr viele dann einzelne Fragen, technische Fragen, dann sicherlich dann auch in der Diskussion dann klären. Ich habe hier seit heute Nachmittag irgend so ein blödes Signalgeräusch in diesem Rechner und hoffe, dass uns das jetzt nicht so sehr stört. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das abstelle, leider in den Einstellungen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So,
jetzt ist halt erstmal unser Grundproblem, das ist eigentlich jetzt in aller Munde, die Klimakrise ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Das heißt, eigentlich ist die momentan in aller Munde und durch die Pandemiekrise hat sich das eigentlich verschärft. Ne? Also wir sind eigentlich so in so einer Art Doppelkrisensituation und während die Klimakrise jetzt tatsächlich inzwischen einigen klar wird, denen sie vorher nicht klar war, scheint die Pandemiekrise so vordergründig die Botschaft zu geben, wenn alle wollen, dann kann man in ziemlich kurzer Zeit ganze Volkswirtschaften umkrempeln. Ne? Also wenn eine wirkliche Notstandslage da ist. Das heißt, entsprechend wird jetzt analog auch über die Klimakrise so nachgedacht. Also wir haben einen Notstand und wir müssen jetzt über einen Notstand relativ viel umkrempeln. Die einen kommen dann halt eher mit Ideen, die man so als Tech-Fix bezeichnen könnte. Ne? Also man braucht eigentlich nur den richtigen Antrieb oder den richtigen Windpark im Hintergrund des Antriebs und dann können wir mit Markt und kapitalistischer Gesellschaft so weiter wirtschaften wie bis jetzt. Und andere sagen ziemlich klipp und klar, mit dem üblichen Tech-Fix kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus. Ja? Es geht hier um prinzipielle Ordnungen unseres Wirtschaftens, unseres Zusammenlebens und natürlich geht es auch um die Macht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt für eine völlig neue antikapitalistische Bewegung und ist die Klimabewegung eine solche Bewegung? Das sind solche offenen Fragen. Momentan sieht es aber halt leider so aus, dass die Klimabewegung halt eine sehr, sehr bürgerliche Jugendbewegung ist. Ne? Also es gibt kaum Unterschichtjugendliche, kaum migrantische Jugendliche. Und wenn man sich dann auch mal diesen Hambi- oder Dani-Aktionismus mal im Kern anguckt, da gibt es da teilweise so ganz, also für mich zumindest, schon sehr kritikwürdige, teilweise wirklich reaktionär, retrograde Dorfutopien, die dann da gepflegt werden, so vom lokalen, kleinteiligen Wirtschaften und Wohnen. Und da wird dann alles geheilt, was die böse Stadt kaputt gemacht hat. Und das sind für mich eigentlich Dinge, die mir zeigen, ja, das sind eigentlich zutiefst bürgerlich-romantische Ideen, die da auch in diesen Bewegungen ganz große Rollen zu spielen. Und was ich versuche dagegen zu setzen, ist eben tatsächlich zu sagen, können wir auch anders über diese Klimakrise nachdenken? Also können wir unter anderem zum Beispiel über eine Technologie nachdenken, die eigentlich ein ziemlich effizienter, ein ziemlicher Klimaschutz mit Wumms wäre, die aber in Deutschland aus vielen Gründen eigentlich tabuisiert wird. Und andererseits möchte ich aber auch hier immer wieder die Diskussion zurückbinden daran, dass es nicht reicht, über Technik zu reden, dass man halt eben die Machtfrage in der Gesellschaft neu stellen muss. Und das gilt halt nicht nur für Kernenergie, sondern das gilt auch für erneuerbare Energien. Also wie ich schon sagte, wer denkt, er könne dem vorgängigen Ausbeutungsverhältnis jetzt einfach einen Elektroantrieb einsetzen, der CO2-frei versorgt wird, der hat, glaube ich, nicht verstanden, worum es hier wirklich geht. Das ist so eine meiner Grundthesen. Jetzt sind, und genau aus diesem Grunde, weil halt viele Linke halt auch so ähnlich denken, sind natürlich Linke in diesen deutschen Klimadebatten irgendwie alle irgendwo dabei. Ne? Aber das Interessante ist, sie sind nicht unbedingt mit einem wirklich konsistenten intellektuellen Ansatz dabei. Das Portfolio ist da ziemlich eingeengt. Man einigt sich leicht über Langfristziele, also Kapitalismus in der heutigen Form ist nicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und das Problem ist aber eher im Hier und Jetzt ist man relativ konzeptlos. Da ist man aktionistisch, aber man hat eigentlich den Kern der Sache noch überhaupt nicht durchdiskutiert. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Energiewende, so wie sie real dasteht, eigentlich eine gigantische Umverteilung von unten nach oben ist derzeit. Es gibt aber nach wie vor eigentlich keine konsistente linke Kritik der Energiewende, eben weil, und das ist eben so ein interessantes Phänomen, die Energiewende-Protagonisten ja selber irgendwann mal aus so einer Art Linken kamen und die Energiewende sehr gerne eigentlich als linkes Projekt darstellen. Das heißt, wenn man sich dagegen stellt, landet man auch ganz schnell in Gesellschaft von falschen Freunden oder falschen Applausgebern, die da eben im rechten Sumpf fischen. Ne? Es gibt aber halt tatsächlich im
Kontext der Energiewende sehr viele Illusionen, auch von Linken, dass sich im Grunde so qua Technik die Demokratisierung oder die Partizipation an dieser Form von Technik sich von selbst einstelle, ohne die Besitzverhältnisse wirklich anzutasten. Und das ist natürlich fragwürdig. Ne? Dann gibt es andere Linke, die sich im Grunde gar nicht mehr trauen, eine Kernfrage dieser ganzen Energiewende zu stellen, nämlich, wo ist der billige Strom für die Massen da unten? Ne? Also momentan haben wir das Problem irrsinnig hoher Strompreise, Energiearmut in immer breiter werdenden Teilen der Gesellschaft. Das heißt, hier muss man halt überlegen, ist es jetzt total aus der Zeit gefallen, zu sagen, wir brauchen einfach jede Menge an billigem Strom für sehr viele Leute? Oder müssen wir eben mit Lebensreform und Wertewandel dafür sorgen, dass die Leute einfach weniger Strom verbrauchen? Und in all diesen Diskussionen gibt es einen Elephant in the Room, nämlich die Tatsache, dass wir um 2000 bereits mal in Deutschland relativ weit waren mit der Dekarbonisierung, als wir noch nicht mal mit den Erneuerbaren angefangen hatten. Nämlich da hatten wir 30% Atomstrom im Netz. Ne? Also wir hatten eine Technologie, die eigentlich uns relativ weit schon gebracht hatte. Und dann, wenn wir jetzt einfach mal so ein Gedankenexperiment machen, hätten wir 2000 halt nicht den Atomausstieg 1 beschlossen unter Rot-Grün, sondern auf diesem Sockel die Erneuerbaren aufgebaut. Beispiel wäre zum Beispiel im Vergleich Frankreich, dass das so ähnlich gemacht hat. Dann wären wir jetzt in unserer Elektrizitätswirtschaft nah bei Net Zero, was die CO2-Bilanz anginge. Und das wäre natürlich weit besser als die Situation, in der wir heute sitzen. Ne? Das heißt, was ich damit sagen will, wir haben eine Technologie, die ist eigentlich völlig aus dem Spiel genommen worden, nämlich die Atomkraft. Und jetzt so ganz kurz vor Schluss, ganz kurz vor Torausschluss, kommt die Diskussion plötzlich wieder hoch, weil jetzt die Krisenhaftigkeit dieses Klimawandels auf der Hand liegt und jetzt plötzlich Sachen passieren, Ereignisse sich überstürzen. Da kommt jetzt plötzlich ein Verfassungsgericht an und macht die Auflage, vor 2030 müssen irrsinnige neue Mengen nochmal an CO2 eingespart werden. Und eigentlich weiß niemand, wie das gemacht werden soll. Ne? Und es kommen immer mehr Leuten halt massive Zweifel, ob wir mit den Erneuerbaren und der Speichertechnologie rund um die Erneuerbaren so weit sind, dass wir das halt schaffen. Ne? Und in diesem Zusammenhang kommen tatsächlich ploppen plötzlich diese Kernkraftwerke wieder in die Diskussion. Ne? Obwohl so viele schon gesagt hatten, dieser Drop ist doch eigentlich schon gelutscht, ne? Mit dem Atomausstieg 2011. So, und Linke haben im Grunde, das ist eben meine große These, in dieser Diskussion noch kein eigenes Profil entwickelt. Also weder in Stellungnahmen zu technischen Lösungen als solchen, noch zu den ganz großen Fragen. Die einen folgen halt diesem in Deutschland relativ etablierten Narrativ einer bürgerlich-ökologistischen Moderne und Technikkritik. Das heißt, da kommen dann halt Aussagen wie Kernenergie ist unbeherrschbar oder sie ist nicht enkeltauglich. Ist also dann viel die Rede. Damit ist natürlich adressiert Atomunfälle und Atommüll, der auch in 1000 Generationen noch da ist. Anderen reicht übrigens völlig das Wissen, dass die AfD auch dafür sei. Das reicht dann schon, um dagegen zu sein. Aber es wird überhaupt nicht nach den Denkgrundlagen dieser Aussagen gefragt. Also es wird gar nicht mehr reflektiert. Es wird zum Beispiel nicht gefragt, warum ist eigentlich die AfD für Kernenergie und warum sind Linke im Ausland für Kernenergie, aber deutsche Linke nicht. Noch wird gefragt, was denn die Atomkraft so exzeptionell anders macht, zum Beispiel im Vergleich zur Chemieindustrie. Die hat ewig toxische Abfälle, also mit Chemieabfällen, die wir angesammelt haben, könnten wir auch Deutschland mehrmals overkillen. Und für die haben wir längst ein Endlager, über das niemand redet. Ja? Oder die Wasserkraft hatte entsetzliche Staudammunfälle, bei denen weit mehr Menschen ums Leben kamen, als durch alle Atomunfälle zusammengenommen. Und trotzdem wird sie nicht als menschenfeindliche Technologie wahrgenommen. Das heißt, eigentlich müssen wir tatsächlich noch eine ganz andere Frage stellen, nämlich ob die Atomkritik nicht vielmehr eine politisch-kulturelle Einstellung, also so eine Art Leitkultur ist und gar nicht so sehr eine wissenschaftsbasierte, evidenzbasierte Entscheidung. Und die Klimakrise bringt jetzt halt den Anlass, das zu reflektieren. Die internationale Forschung nämlich
sieht die Kernenergie als integralen Bestandteil von Klimaschutzstrategien für Industrieländer an. Also ich betone auch für Industrieländer. Das bedeutet jetzt nicht, baut in jedem Land ein paar Kernkraftwerke und alle sind glücklich, sondern es geht da vor allen Dingen um die extremen CO2-Emittenten, nämlich die Industriegesellschaften des globalen Nordens. Und es gilt erstmal für eine mittelfristige Perspektive. Wir wissen nicht, wie sich die Erneuerbaren und die Speichertechnik entwickeln. Es kann sein, dass die tatsächlich die Kernenergie irgendwann überflüssig machen. Aber jetzt, im Hier und Jetzt, wissen wir das nicht. Das heißt, jetzt müssen wir einfach drüber nachdenken. Und da Linke eigentlich den Anspruch haben, validen wissenschaftlichen Befunden zu folgen, sollten sie meiner Meinung nach, das ist eben meine These, beginnen, neu über Kernenergie nachzudenken. Und dazu muss man ein paar Fragen beantworten, um diese Diskussion führen zu können. Und das sind halt meine beiden Fragen, mit denen ich dann auch in die Diskussion gehen will, ohne jetzt die fertigen Rezepte zu liefern. Die erste Frage ist, Frage A, was steckt eigentlich hinter der vor allen Dingen linken Atomkritik? Also was sind diese kulturell diskursiven Grundlagen? Denn nur wenn wir diese Grundlagen kennen, können wir sie auch diskutieren und anfechten und sagen, aha, hier müssen wir offensichtlich an unseren Denkprinzipien was ändern, um wieder neu auch über Kernenergie diskutieren zu können. Dazu mache ich einen kleinen technikhistorischen Exkurs. Das ist auch mein Job sozusagen. Ich bin Technikhistorikerin. Das heißt, das ist mein Forschungsgegenstand. Und die zweite große Frage, also die B-Frage sozusagen, das ist die Frage, wie müsste denn Kernenergienutzung aussehen? Wie müsste die organisiert sein, damit sie auch für Linke in der Klimastrategie akzeptabel wäre? Daraus ergibt sich diese Frage, haben wir eigentlich die Kerntechnik, die wir brauchen? Und brauchen wir die Kerntechnik, die wir haben? Also das, was hier aktuell im Land steht und demnächst, wenn es politisch so geht, wie es gehen soll, halt vom Netz genommen werden soll. Aber in anderen Ländern in der Europäischen Union haben wir weiter damit zu tun. So, und damit komme ich zu den Fragen, zu dieser großen Frage, was ist eigentlich so diese kulturell diskursive Grundlage der Atomkritik, die uns so, die wir im Grunde so atmen wie die Luft, ne? Und damit ist da ist erstmal zu fragen, wie wird überhaupt mit Technik umgegangen in Gesellschaften? Das Interessante ist nämlich, dass die meisten Menschen, vor allen Dingen die beruflich mit Technik zu tun haben, also wenn man mal sich anguckt, Techniker oder Ingenieure oder auch Fachhandwerker, die im Energiebereich arbeiten, die meisten, die damit professionell arbeiten, sagen immer, Technik sei neutral, ja, also das sei unpolitisch. Und es ist auch wirklich interessant zu beobachten, dass wenn man sich in die Geschichte der Ingenieursprofession anguckt, da ist Apolitizität in den meisten Ländern immer, gehört zum Selbstkonzept dieser Profession dazu. Das heißt, man sagt, man steht über den Emotionen, über der Politik, man stellt den Gegenstand der eigenen Arbeit und sich selbst als über der Tagespolitik stehen da und man reagiert sehr empfindlich, wenn die Industrie, die jeweilige Industrie, in der man da arbeitet, zum Spielball politischer Kämpfe wird. Na, also so haben zum Beispiel die deutschen Atomingenieure versucht, den Atomausstieg zu erklären. Ne? Also eigentlich sei diese Kernenergie perfekt, aber sie sei halt zum Spielball der Politik geworden und ja, und daran sei sie gescheitert. Ne? Man solle das besser Experten entscheiden lassen, nicht die Straße und nicht den Bauch. Das sind so typische Technikeraussagen. Doch gleichzeitig, wenn wir uns mal angucken, was Technologien in Gesellschaften wirklich sind und machen, dann sehen wir ein völlig anderes Bild. Denn im Grunde werden Technologien eigentlich immer, sobald sie in Gesellschaften eingebettet sind, das heißt, sobald sie da sind, weil das sind Menschen, die Techniken hervorbringen, Technologien werden immer mit politischen Mythen und Diskursen umkleidet. Da kommen wir überhaupt nicht von weg und das ist auch nicht nur typisch für die Kernenergie. Ob das jetzt die Vorstellung vom Auto als Freiheitsmaschine für den Arbeiter in der fordistischen Industriegesellschaft war oder die von der Eisenbahn als eigentlicher Volkswohlfahrts- und Bildungsmaschine, wie das der liberale Bahnpionier Friedrich List im Vormärz formuliert hat. Technik wurde politisch, sobald ihre Komponenten in soziotechnische Systeme eintraten, das heißt in unsere Gesellschaft. Das heißt, das Auto war nie nur der Verbrennungsmotor und die Eisenbahn war nie nur ein Hochleistungskessel oder ein Elektromotor auf Schienen. Und der Kernreaktor war eben immer nicht nur eine regelbare kritische Anordnung von spaltbarem Material, sondern das waren alles immer auch politische Technologien. Und entsprechend waren sie in politische Kämpfe auch immer
eingeflochten. Das kann man also an vielen Technologien wunderbar exemplifizieren. Da braucht man nicht mal nur auf das Level dieser wirklich extremen Polittechnik-Kernenergie zu gehen. Aber wir reden eben jetzt hier von der Kernenergie und die ist wirklich eine, kann man sagen, Polittechnologie par excellence. Und das hat natürlich mit ihrem Ursprung zu tun, nämlich mit dem Ursprung in den militärisch-industriellen Komplexen der Antagonisten des Kalten Krieges. Das hat natürlich mit der Atombombe zu tun. Die Kernenergie ist politisch, weil an ihrem Anfang Hiroshima steht. Und gleichzeitig ist sie politisch, weil genau dieses Know-how, also dieses Know-how, die Bombe bauen zu können, natürlich ein Souveränitätsproduzent war. Und das wiederum war ein Generator von politischer Legitimität und von Nationalstolz. Und das ist genau der Punkt, warum Kernenergie total attraktiv oder Kerntechnik total attraktiv immer für patriotische Narrative war und auch für autoritäre Regimes. Die Faszination der Kerntechnik ist bis heute bei autoritären Regimes ungebrochen. Ja. Es ist einer der Treiber von Diktatoren, an diese Technik ranzuholen. Doch politische Entscheider in Demokratien, genauso wie in Diktaturen, hielten die Beherrschung der Kerntechnik eben nicht nur für eine Souveränitätsgaranten, sondern auch für einen Ausweis nationaler Entwicklungsfähigkeit und Technologieführerschaft. Und da waren sich Demokraten und Sozialisten und Autoritäre und Rechte erstaunlich einig. Ja. Also die Kernenergie wurde als Entwicklungstechnologie wahrgenommen. Das war in Frankreich so, das war in Schweden so. Ja, kaum einer weiß, dass noch in den 1960er Jahren die Schweden ein Atomwaffenprogramm verfolgt haben. Das war in der Sowjetunion so, das war in Pakistan so. Und natürlich war das auch in Deutschland so. In Deutschland gab es den Atomminister Franz Josef Strauß, der sich immer besonders für Reaktorkonzepte interessierte, die eine hohe Plutoniumausbeute versprachen. Als dann diese Sache vom Tisch war, hat er sich dann an die Nuklearisierung seines Heimatlandes Bayern gemacht. Aber in Deutschland gab es halt genauso das Modell Deutschland der Sozialdemokratie, also solche sozialdemokratischen Modernisierungsprojekte, die mit Kernenergie betrieben wurden. Ja? Also das Modell Deutschland von Brandt und Schmidt, das war sozusagen Plutonium-driven, ja, oder Uranium-driven, kann man sagen. Na, die Kernenergie galt damals eigentlich als die Lösung, aus der Ölkrise rauszukommen und letzten Endes auch diese Utopien, blauer Himmel über der Ruhr und andere Dinge halt zu gewährleisten. Ja, und Marxisten konnten damals relativ viel mit der Kernenergie anfangen, weil eben die zivile Nutzung so einen Utopieüberschuss hatte. Und Marxisten konnten ohnehin die Kernenergie als energiedichteste Form der Energiewandlung mühelos in ihre eingeübten historischen Stufenreihen von immer weiter fortschreitenden Produktivkräften einordnen. Also im Prinzip war Kernenergie in ihren Pionierjahren eigentlich eher bei Linken beliebt als bei Konservativen. Das kann man konstatieren und das hat sehr mit ihrem utopischen Gehalt zu tun. Konservative haben in dieser Zeit, also so um 1970, eher Skepsis gegenüber großtechnischen und hochzentralisierten Systemen gehabt und dazu zählten sie die Kerntechnik oder gar gegen die Implantierung von Industrieanlagen im ländlichen Raum. Und auch das war die Kerntechnik. Also die Kerntechnik ist die erste Energieindustrie, die in Deutschland im ländlichen Raum landete. Während die großen Kohlekraftwerke in der Regel in diesen hochindustrialisierten Revieren waren, aber auch sehr stadtnah organisiert waren, kamen die Kernkraftwerke plötzlich mitten in die Provinz. Und das ist auch einer der Gründe für diese ganz interessante Sozialstruktur der sich entwickelnden deutschen Anti-AKW-Bewegung. Der Massenprotest gegen das Kernkraftprojekt im badischen Wiehl, also Südwestdeutschland am Oberrhein, das war der Gründungsakt der deutschen Anti-Atom-Bewegung. Und das wurde ganz wesentlich von konservativen Bauern und Winzern getragen, die zuerst mal sich um die Nukleartechnik gar nicht so viel Platte machen, sondern die hatten eher Angst, dass ihre Felder oder Weinberge durch Kühlturmschwaden beschattet würden und dann die Ernte schlecht würde. Und interessanterweise ist die damalige Anti-Atom-Literatur auch eher rechtskonservativ als links. Ein Schlüsselwerk der frühen Anti-Atom-Literatur stammte von einem nationalkonservativen Förster, der sich mit den Risiken ionisierender Strahlung für Erbgut und Gesundheit auseinandersetzte. Und damit meinte er natürlich vor allen Dingen das deutsche Erbgut. Also da ging es tatsächlich, im Hintergrund spukten immer noch die Nazi
Ideologeme von den guten deutschen Genen wieder herum. Und die Strahlung wurde als Bedrohung für dieses Erbgut wahrgenommen. In der frühen grünen Bewegung fühlten sich auch Ökofaschisten ziemlich wohl. Das ist eine Sache, die die heutigen Grünen sehr, sehr ungern thematisieren in ihrer Frühgeschichte. Aber in Wiel geschah eben auch was ganz Neues, nämlich ein Schulterschluss lokaler Landbevölkerung mit den Ausläufern der linken studentischen und urbanen 68er Protestbewegungsspalt. Produkte, kann man sagen, oder Zerfallsprodukte. Und da schien dann auch wieder eine neue Utopie Wirklichkeit zu werden. Endlich dieser Schulterschluss, den man 68 nicht geschafft hatte, zu den ganz einfachen Leuten, da war er plötzlich da. Und das Ganze gab dieser Bewegung halt auch ihren sozialen Drive, kann man sagen. Und diese Entwicklung, die hat die deutsche Linke in ein echtes Dilemma getrieben. Denn die Traditionslinke in der Sozialdemokratie, die brauchten eigentlich die Kernenergie für ihr Modell Deutschland, so mit Wachstum, Vollbeschäftigung, soziale Emanzipation. Und jetzt kommt plötzlich die linke Jugend, also die eigenen Jusos, die SPD-Jugend setzt sich davon ab und bringt gleichzeitig diesen Erosionsprozess der Sozialdemokratie in Gang, der den Aufstieg der Grünen und schließlich auch die aus Verzweiflung geborene Abwendung der SPD von der Kernenergie erst ermöglichte. Und dann gucken wir jetzt mal, nachdem wir uns die Bundesrepublik angeguckt haben, mal über diesen Grenzzaun, der damals nämlich noch steht, rüber in die DDR oder noch weiter nach Osten in die Sowjetunion. Da gibt es die kommunistische Atomkraft, die genauso wie die kapitalistische in den 70er Jahren brachial ausgebaut wurde, also mit Zuwachsraten, die nie wieder erreicht wurden in keinem anderen Jahrzehnt. Und ja, da gucken wir halt in die Sowjetukraine, wo ein Großteil der sowjetischen Kernkraftwerke gebaut wurden. Und auf diese osteuropäischen Kommunisten, in deren Entwicklungs- und Aufklärungsdenken die Elektrizität immer die zentrale Rolle gespielt hatte. Also diesen Spruch von der Elektrifizierung des ganzen Landes, den kennen natürlich alle. Und jetzt erleben die in Tschernobyl ihre eigenen nuklearen Krisen. Ja. Als der sowjetische Nationalreaktor RBMK 1986 in Tschernobyl verunglückte, brach für eine ganze Generation russischer und ukrainischer Atomingenieure eine Welt zusammen. Und zwar nicht nur, weil sich in der Anlage, die man für total sicher gehalten hatte, eine nukleare Leistungsexkursion ereignet hatte, sondern auch, weil an diesem Reaktor massenweise Emotionen, Stolz, Wohlstandsträume, Träume von der Erfüllung der Sowjetgesellschaft angelagert waren. Also es war wieder so ein, im Grunde so ein Technofakt, mit dem man eigentlich politische Botschaften verband. Jetzt ist die Frage, was haben die Atomgegner dann jetzt mit all diesen Erfahrungen gemacht? Und da können wir halt konstatieren, dass die heutigen Wahrnehmungen der Kernenergie in der Linken ganz wesentlich in dieser Zeit geprägt worden sind. Erstmal natürlich hatte das seine Wurzeln in der Hypothek von Hiroshima und Nagasaki, in den oberirdischen Atomtests, also eigentlich Erfahrungen aus den schon späten 40er, 50er, 60er Jahren. Und die davon ausgelöste Strahlen- und Krebsangst, die lastete immer auch auf dem Bild der zivilen Kernenergie. Auch in Nicht-Atomwaffenstaaten wie Deutschland und der Schweiz argumentierten die Aktivisten, das zivil-industrielle Anliegen sei vom militärischen überhaupt nicht abtrennbar. Ja, also das zivile Kernkraftwerk sei immer nur ein Mittel zum Zweck. Das ist auch die Position vieler friedensbewegter Gruppen, auch heute noch, ne, also wie IPPNW oder solchen NGOs, dass also das zivile Kraftwerk von dem Militärzweck nicht abtrennbar sei. Und die Realität der wüsten politischen und zunehmend handgreiflichen Auseinandersetzungen um die Atomanlagen schien ja auch letzten Endes diese Erfahrungen zu bestätigen. Man begann also das Verhältnis von Macht und Kerntechnik zu thematisieren. Und da in diesem Moment, wo man angefangen hat, die Machtfrage der Kerntechnik offen zu legen, nämlich in diesen 70er Jahren an diesen Bauzaunschlachten da in Brockdorf und Grunde mit der Polizei. Da hatte man natürlich auch eine reiche intellektuelle Tradition der Technikkritik schon bei der Hand. Die technisch-wissenschaftliche Grundlage politischer Systeme hat schon immer Staatsdenker und Soziologen und Philosophinnen und Philosophen in der industriellen Moderne beschäftigt. Und die Aufmerksamkeit galt da immer der Frage, ob bestimmte Technologien, also nicht nur die Kerntechnik, auch andere, durch ihre zentralisierende Eigendynamik auch bestimmte Herrschaftsformen hervorbringen. Ein sehr wichtiger Denker in dieser Hinsicht war Karl August Wittfogel, der mit Blick auf die Herrschaftsformen des antiken Orients und China
Mars, das Konzept der sogenannten hydraulischen Gesellschaft hervorgebracht hat oder der hydraulischen Despotie. Das war aber letzten Endes auch ein Spiegel von Wittfogels persönlicher Erfahrung mit NS-Herrschaft und Stalinismus. Wittfogel war Kommunist und hatte also unter beiden Regimes gelitten. Und Robert Jung hat mit seinem berühmten Buch Der Atomstaat im Grunde Wittfogels Hypothese von der technologiebasierten Despotie dann nochmal abgebildet. Robert Jung hat nämlich behauptet, die zivile Kernenergienutzung erfordere ein derart hohes Maß an Absicherung der Anlagen und an der Materialien vor Proliferation und Terrorismus, dass diese Vorkehrungen schließlich die Arbeitnehmer- und Bürgerrechte zersetzen würden. Und auch Verfassungsrechtler sind Jung da gefolgt. Es gibt da in den 70ern und 80ern ganz interessante so szenariobasierte Ansätze, die sich mit dem sogenannten radioaktiven Zerfall der Grundrechte befassen. Von heute aus gesehen, also im Zeitalter der sozialen Netzwerke und der Konzernmacht von YouTube und Facebook und Google, ja, erscheinen diese damaligen Befürchtungen im Kontext der Kernenergie fast schon niedlich. Ja? Also wenn man sich überlegt, was wir jetzt an Überwachungsmöglichkeiten haben, die auch eigentlich erstaunlich wenig thematisiert werden, die wurden damals tatsächlich im Kontext der Kernkraft sehr, sehr stark thematisiert und man hielt sie damals für ein Signum der Kernenergie, hat aber total im Grunde dann aus den Augen verloren, wie es eigentlich tatsächlich in den Kernkraftwerken aussah, zumindest in denen in westlichen Demokratien. Das waren nämlich eigentlich Orte, wo relativ starke Gewerkschaften waren, also Arbeitnehmerrechte eigentlich relativ stark waren. Das heißt, hier ist eigentlich diese Voraussagen sind hier nicht eingetreten. Der Atomarbeiter sei also einer besonderen Repression ausgesetzt in diesen Anlagen. Während man sich zum Beispiel über andere Phänomene wie prekäre Arbeit oder eben auch gewerkschaftlich überhaupt nicht organisierte Arbeit in all diesen neuen Energieformen, noch mit diesen Problematiken hat man sich eigentlich relativ wenig auseinandergesetzt. Also so gesehen ist heute die Kerntechnik in Deutschland eigentlich so eine Bastion von Gewerkschaftsmacht, während die Wind- oder die Solarindustrie, so sie nicht sowieso nach Asien ausgelagert ist, wo es noch ganz, ganz andere Probleme für Arbeitnehmer gibt, eigentlich, was gewerkschaftliche Organisationen angeht, auch noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Die Anti-Atom-Bewegung hat aber diese Imagebildung eigentlich tatsächlich sehr stark verarbeitet und übernommen. Und dazu kam natürlich, dass ihr militanter Flügel, der direkt letzten Endes aus den K-Gruppen der 68er-Zeit erwuchs, ohnehin die Kernkraftwerke, also auch als Artefakte und als Orte, schon als Symbol Orte auch dieses rheinischen Kapitalismus bekämpften, den man eben bekämpfte. Also die Kernkraftwerke wurden auch als reine Materialität zu Symbolen dieses Gegners, dieses gegnerischen Kapitalismus. Und so wurde halt die Kernenergie irgendwann rechts und ihre Gegner wurden links. Also da stellte sich dann dieses Rechts-Links-Schema ein, was wir heute auch noch haben. Und wenn man sich anguckt, was damals los war, in der Auseinandersetzung um die Kerntechnik, dann schien das diese Vision auch zu bestätigen. Die Atomanlagen erschienen und erscheinen bis heute aus der Außensicht als Bastionen, die sich mit zonierten Zugangskontrollen, Sicherheitsüberprüfungen, Gräben, Zäunen, Stacheldraht, Polizeihundertschaften gegen protestierende Bürger absicherten. Das waren halt die Kulissen dieser Proteste in Gorleben oder der Schlachten, wie man damals sagte, von Brockdorf und Grohnde. Und für mich ist das besonders interessant, weil ich habe ja sehr lange dann in Grohnde im Kraftwerk als teilnehmende Beobachterin gearbeitet. Also ich habe das ganze Kraftwerk sozusagen von innen aus betrachtet, von innerhalb des Zaunes und habe mich aber auch immer wieder mit beschäftigt mit diesen Absicherungsformen, die nur ganz wenige auserwählte Menschen, zu denen ich dann eben auch gehörte, überwinden dürfen. Ne? Also nur ganz wenige dürfen da rein. Und genau diese Abschottung hat auch sehr viel zu tun mit dem Image der Kernenergie, was da draußen natürlich dominiert. Mit dem linken Kernkraftwerk, sozusagen mit den sozialistischen Kernkraftwerken in Osteuropa hat man sich zu der Zeit überhaupt nicht beschäftigt. Und wer es dann doch tat, folgte häufig der in Osteuropa ausgegebenen Doktrin, der zufolge Unfälle oder Atommüllskandale typisch für das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis seien. Ja, und dieser Illusion vom unproblematischen linken Kernkraftwerk setzte dann der Reaktorunfall von Tschernobyl ein Ende.
Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Wie müsste denn eigentlich, also nachdem wir jetzt geklärt haben oder zumindest angerissen haben, wie eigentlich so die Imagologie in der Kernenergie aussehen und dass die auch wirklich ihre Begründung und ihre Rechtfertigung haben in den wirklich tatsächlichen materiellen Bedingungen, in denen mit denen die Kerntechnik sich in Westdeutschland etablierte, kommen wir zu der Frage, wäre denn eine andere Kerntechnik denkbar? Ne? Also diese Frage, die sich Technikhistoriker natürlich auch immer stellen, brauchen wir die Technik, die wir haben und haben wir die Technik, die wir brauchen? Und offensichtlich kann man sagen, erstmal vom Befund her, deswegen tun sich Linke auch mit Kernenergie so furchtbar schwer, ist diese real existierende Kernenergie mit Vorstellungen von einer links-emanzipativen Gesellschaft, also von irgendeiner Form von gesellschaftlicher Umwälzung und ihren Produktionsmitteln eigentlich unvereinbar. Aber auch hier lasse ich nochmal die Technikgeschichte sprechen, die nämlich gute Argumente gegen solche Verortungen im Links-Rechts-Schema liefert, also gegen solche Vorstellungen von Inkompatibilität. Nämlich hier muss man sich einfach klar machen, dass ähnliche technische Aufgabenstellungen eben nicht notwendigerweise immer dieselben politischen Formen hervorbringen. Das heißt, es gibt eben nicht nur die hydraulische Autokratengesellschaft oder die hydrotechnischen Großbauten des Stalinismus, sondern es gibt halt auch den Deichbau und die Landgewinnung an den friesischen und niederländischen Nordseeküsten. Auch hier gebot der Überlebenskampf gegen Naturgewalten einen erhöhten hydrotechnischen Erfindungs- und Planungsaufwand, aber die Menschen organisierten dort diese Anstrengung in subsidiären und genossenschaftlichen und basisdemokratischen Formen. Also vor allen Dingen in den Niederlanden ist das wirklich sehr schön nachzuweisen. Und die Niederlande mit dieser völlig anderen Techniktradition, die ganz stark im Wasseringenieurswesen gründet, die gehen wiederum völlig anders, nämlich viel pragmatischer momentan mit dieser Kernenergiediskussion um. Also in keinem europäischen Land wird derzeit mehr über einen großen Wiedereinstieg in die Kernenergie diskutiert, als in den Niederlanden, die nämlich eigentlich sehen, ja, wir sind ein sehr, sehr kleines Land, auch flächenmäßig haben wir nicht mehr sehr viele Flächen für Windkraft übrig, obwohl wir ein klassisches Windkraftland sind. Und die denken über Kernenergie nach und sie tun es, weil sie im Hinterkopf letzten Endes eine andere Denktradition über Organisierung, kollektive Organisierung von komplexer Technik haben, ist meine These. Und darüber sollten wir vielleicht auch nachdenken. Und wenn man sich jetzt noch mal ganz kurz anguckt, wie eigentlich die deutschen Kernkraftwerke so rein ökonomisch in den 70ern noch, also vor der großen Neoliberalisierung der Strommärkte eigentlich organisiert waren, dann sieht man solche Phänomene wie sogenannte Gemeinschaftskernkraftwerke, also Grohnde ist zum Beispiel so eins, an denen viele kleine Überland- und Stadtwerke beteiligt waren, die im Grunde so eine Art Flächenversorger-Ethos hatten und so ein Territorialprinzip, die also eigentlich ziemlich gut kompatibel waren mit linken Vorstellungen von Energie als Gemeingut statt als Ware waren. Ja? Also diese damaligen Energieversorger, selbst diese Giganten wie RWE oder Preußen Elektra, hatten damals noch so ein Versorgerethos. Und entsprechend kann man auch feststellen, wie damals die Ressourcenallokation aussah. Nämlich da scheute man tatsächlich keine Ausgaben für gute Technik, während man heute eben in ungeheuren Kostendruckdiskussionen immer drin steckt, die tatsächlich mit dieser Liberalisierung der Strommärkte in diese Sphäre eingezogen sind. Umgekehrt kann man sich auch mal angucken, wie sieht eigentlich so dieses von der Öko-Bewegung ja gern gepflegte Image von den sanften, dezentralen und somit so gleichsam automatisch Demokratie generierenden erneuerbaren Energien aus. Ne? Und wenn man sich hier die real existierende Situation mal anguckt, dann sieht man, dass die Wind- und Solarindustrie inzwischen ein milliardenschwerer Wirtschaftssektor ist. Das ist rein privatwirtschaftlich organisiert. Sie kassiert Subventionen wie die alten Atomiker und sie entsendet Lobbyisten im Parlament. Also sie ist eigentlich genauso organisiert, wie wir das von den alten Energien kennen. Und die Finanzierungsmodelle der Energiewende haben eigentlich zu einer gigantischen Umverteilung von unten nach oben geführt, also aus den Taschen von Mietern und Kleinverdienern. Alle sind ja Stromverbraucher und alle müssen EEG-Umlage zahlen in die Aktiendepots von Grundbesitzern und Investorengruppen. Das ist also letztendlich die real existierende Energiewende in Deutschland. Und was ich damit sagen will, ist,
wir wären hier wirklich fehl am Platze, wenn wir jetzt so eine Art Technikdeterminismus greifen ließen, ne? Der also behauptet, die Technik als solche generiert schon Demokratiestrukturen oder umgekehrt, sie generiert schon als solche autoritäre Strukturen. Andererseits kann man mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass die heutige Verfassung der Kerntechnik, so wie sie sie haben, nicht diejenige ist, die ihr gut tut. Das kann ich aus meiner eigenen Arbeitserfahrung in Kernkraftwerken wirklich auch bilanzieren. Und das, da bin ich mir auch einig mit den Leuten, die da ganz unten vor Ort mit der Kerntechnik arbeiten, die mir eigentlich alle übereinstimmend bestätigt haben, dass die große Zeit, also die gute Zeit der Kerntechnik tatsächlich noch diese Flächenversorger, dieses Versorger-Ethos-Zeit war, während diese Neoliberalisierung der Kernenergie nicht gut getan hätte. Wir brauchen aber in der Klimakrise akut die Kerntechnik, die wir haben. Ne? Also wir bräuchten eigentlich im Grunde jetzt jedes Megawatt CO2-armen Strom. Und damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern prinzipiell den globalen Norden. Aber wir haben leider nicht die Kerntechnik, die wir brauchen, oder genauer gesagt, wie wir sie bräuchten. Denn wenn wir uns die Kerntechnik angucken, die wir haben, das sind jetzt derzeit größtenteils Anlagen der sogenannten Reaktorgeneration 3, also konventionelle, größtenteils Druckwasserreaktoranlagen, die extrem leistungsstark sind, die deswegen tatsächlich ziemlich massiv in diesen Klimakampf eingreifen können und die reaktorsicherheitstechnisch auch sehr hoch ausgereift sind, aber die immer noch das ungelöste Entsorgungsproblem vor sich herschieben. Das ist einfach technologisch bedingt, haben die dieses Problem. Beidem der Reaktorsicherheit und der Entsorgungsfrage ist aber gleichzeitig eine private Organisationsform der Kernenergiewirtschaft abträglich. Das heißt wirklich, also man kann das wirklich feststellen, das ist auch an der deutschen Entwicklung sehr gut nachzuvollziehen. Die Konzerne haben ja inzwischen die Entsorgung auf den Staat übertragen und sie im Grunde abgewälzt, kann man sagen. Da kann man eindeutig sagen, bei der Kernenergie sollte man immer für die Kernenergie in öffentlich-rechtlicher Regie plädieren. Denn nur Staaten, die einfach rein institutionell schon wesentlich ressourcenstärkere und wesentlich langlebigere Institutionen sind, haben überhaupt das Potenzial, um zum Beispiel Atommüll sicher aufzubewahren. Das und wie das technisch geht mit dem Atommüll, das können wir gerne in die Diskussion verlegen. Hier geht es jetzt erstmal nur um die Frage, wie organisiert man das sozial? Mein Postulat ist, das ist tatsächlich in öffentlich-rechtlicher Hand wesentlich besser aufgehoben als in der Hand privater Firmen, die immer Shareholder-Value im Vordergrund haben und die immer im Zweifelsfalle für die Wirtschaftlichkeit und vielleicht weniger für die Sicherheit optieren. Das zweite große Moment, was eigentlich für eine öffentlich-rechtliche Organisationsform spricht, ist die Versicherungspflicht. Also die heute für Kerntechnik verlangten Versicherungsleistungen können eigentlich nur Staaten tragen. Das können wir einfach mal als Faktum so dahinstellen. Das heißt, Kernenergie müsste hier eigentlich als Non-Profit-Unternehmung einfach nur zur Gewährleistung dieses Versorgungssicherheitsrückgrats organisiert werden. Also genau das, was jetzt hier auf dem Spiel steht, ne? Das, was momentan die offene Flanke der Erneuerbaren ist und jetzt eben mit Kohle und Gas aufgefüllt wird, das müsste eigentlich die Kernenergie machen. Das wäre eigentlich diese zentrale Aufgabe, nicht die Steigerung des Shareholder-Values irgendwelcher Privatfirmen. Dazu wäre natürlich eine wichtige Voraussetzung zu erfüllen, nämlich die Atomaufsicht müsste dann tatsächlich völlig getrennt von der heutigen ministeriellen Aufsicht organisiert werden. Heute ist das ja Teil der Landesumweltministerien. Das müsste man tatsächlich dann wirklich rausnehmen aus der Verfügung der Ministerialen. Das müsste eine völlig unabhängig organisierte Behörde werden. Kurzum, mein Plädoyer ist die Vergesellschaftung. Es steht einfach zu vermuten, das kann ich auch relativ gut belegen, dass die Versäumnisse, die zu Fukushima geführt haben, aber auch die zu Tschernobyl geführt haben, in einer solchen Struktur, gesetzt im Fall, sie ist demokratisch organisiert, dass diese Versäumnisse nicht passiert wären. Wir wissen ja, Tschernobyl ist in einer Staatsatomwirtschaft passiert, allerdings eben in einer ohne Transparenz und ohne funktionierende unabhängige Kontrolle. Das ist tatsächlich der springende Punkt in diesem Fall gewesen. Ein ganz anderes Kapitel, und damit komme ich zum Schluss, damit wir dann auch in die Diskussion gehen können.
Ein ganz anderes Kapitel sind all diese kleinen, inhärent sicheren und atomreduzierenden Reaktorkonzepte, die die Diskussion um die Kernkraft in letzter Zeit neu befeuert haben. Und hier, das ist das Interessante, da ergeben sich tatsächlich Ausblicke in eine völlig andere Art von Kerntechnik. Das wäre so eine Art veralltäglichte, so menschennahe oder auch sogar urbane Atomkraft, die geeignet wäre, die alten Angstgegner, also den Reaktorunfall und den Atommüll fast auszuschalten. Ich sage auch fast, weil ich da auch einige Skepsis habe. Diese kleinen, also das, was man da eigentlich anstrebt, das sind kleine, multifunktionale, urbane, dezentrale Kernkraftwerke oder Kernkraftwerkchen, teilweise wirklich nur. Die passen natürlich auch wieder technisch viel besser zu Utopien einer postkapitalistischen Gesellschaften. Und deswegen genau fliegen Linke in den USA natürlich auf diese Anlagen, die es nämlich aber leider noch gar nicht gibt. Die gibt es größtenteils halt nur auf dem Papier. Und das ist genau der Grund meiner Skepsis. Denn wir haben einfach unter den Anforderungen der jetzigen Klimakrise das Problem, wir brauchen jetzt eigentlich so eine Art improvisatorischen Pragmatismus, ne? Also wie das James Hansen und andere Klimaforscher und Aktivisten in den USA sagen, all hands on deck, also alles, was wir mobilisieren können, muss jetzt an Deck und anpacken. Wir können da überhaupt nicht groß wählerisch sein. Und das sind halt derzeit die Anlagen, die wir haben und nicht die Anlagen, die wir uns wünschen. Und letztlich sind auch diese kleinen Anlagen, wenn ich mir die Atommüllproblematik angucke, auch immer noch nicht der heilige Gral. Also es gibt nach wie vor nicht den Nachweis, dass eine dieser Anlagen wirklich in der Lage wäre, sich wirklich komplett selbsterhaltend atommüllfrei da letzten Endes in die Produktion zu gehen. Das heißt, diese Anlagen machen auch das Endlager, das wir brauchen, nicht überflüssig. Das muss immer klar bleiben. Endlager müssen gebaut werden, egal wo die Reise hingeht, ob in den Atomausstieg, in die Beibehaltung der konventionellen Kernenergiewirtschaft oder in diese Generation 4 Anlagen. Derzeit ist also, und das unterstreiche ich, was wir jetzt machen können, ist ganz viel Improvisation. Zur Improvisation gehört zuvorderst, sich in Deutschland tatsächlich die noch laufenden Anlagen nochmal anzuschauen und für sie so eine Art Modus operandi in der Klimaschutzstrategie zu finden. Das ist mein Plädoyer. Also mein Plädoyer auch an Fridays for Future wäre, Leute, momentan ist das Akuteste, was hier passiert in Deutschland, dass wir hier mit den letzten Kernkraftwerken 12% unserer Stromversorgung verlieren. Und das ist ausgerechnet die, die CO2-arm ist. Und das wäre das Äquivalent der gesamten je gebauten Photovoltaik und der Hälfte der Windkraft, die wir haben. Das heißt, das ist schon eine ganz erhebliche Menge an CO2-armer Stromproduktion, die wir gerade verlieren. Und Fridays for Future steht auf der Straße und schreit sich die Seele aus dem Leib für Klimaschutz und verliert kein Sterbenswörtchen über diesen Skandal her. Und das ist für mich tatsächlich nicht so ganz verständlich. Das heißt, mein Plädoyer wäre eigentlich tatsächlich neben diesem total berechtigten Impetus, sich jetzt auf die Straße zu setzen und das wilde Denken zu wagen und auch diese kapitalistische Grundordnung anzufechten, brauchen wir auch eine Menge improvisatorischen Pragmatismus. Und dazu würde gehören, nach der Rolle der deutschen Kernkraftwerke in dieser pragmatischen Lösung zu fragen. Das wäre so mein Fazit erstmal oder mein Stein, den ich in die Diskussion schmeiße. Damit höre ich auf und freue mich auf die Diskussion mit euch. Dankeschön. Ja, zunächst mal vielen Dank für den sehr interessanten Einblick. Ich würde jetzt die Fragerunde soweit eröffnen. Ich gehe mal ganz schnell Licht anmachen hier bei mir. Ja, einen Moment, bin ja, gleich wieder. Ja, alles gut. Ich hatte es ja vorhin erklärt, ihr könnt euch melden, am besten über den Chat, dann sehe ich das besser. Oder ihr schreibt eure Frage in den Chat und ich lese sie für euch vor. Ja, Dennis, dann fang doch einfach mal an. Okay, also hi erstmal. Ich fand den Vortrag extrem gut, muss ich sagen. Also einer der besten, die ich actually je gehört habe. Ich liebe auch, dass es quasi so viel auch darum ging, wie quasi
die Geschichte der Interpretation von technischen Errungenschaften aussieht. Und das ist also auf jeden Fall ein extrem guter Vortrag. Die Frage, die ich habe, bezieht sich auf die Größe von Kerntechnik. Also am Ende haben Sie ja gesagt, dass letztendlich quasi, wenn wir kleinere Atomkraftwerke haben, dann wäre es eher vereinbar mit einer emanzipatorischen Perspektive. Ich sehe das anders. Also ich glaube, diese Gleichsetzung, auch das schwingt ja voll mit bei der hydraulischen Gesellschaft und so weiter, die Gleichsetzung von Zentralismus und Autoritarismus oder von quasi die Idee, dass Egalitarismus, Demokratie, Sozialismus irgendwie eher mit dezentralen als mit zentralen Wirtschaftssystemen vereinbar ist, das sehe ich so nicht. Also ich halte das auch eher für so eine Art antimodernen irgendwie, ja, sowas wie auch vielleicht ein bisschen hayekianischen, also für so eine Art Utopie des Kleinen, die dort zum Ausdruck kommt. Man will halt quasi lieber die Solarzelle als das Atomkraftwerk, weil die Solarzelle kann ich im Garten haben, in meiner kleinen Ökokommune. Das wäre so die linke Variante oder die rechte Variante, wenn ich wie so ein amerikanischer Farmer auf dem Land lebe. Also ich kann damit self-sufficient sein. Während die Atomkraft ist halt eine Großtechnologie, eine Makrotechnologie, die es erfordert, dass man am besten im nationalen, wenn nicht im globalen Level, sozusagen sich kollektiv organisiert. Ich sehe halt nicht, inwiefern das mit einer linken Vision unvereinbar sein soll. Also ich halte eine so etwas wie zum Beispiel eine auch direkt demokratische, aber zentralistische Weltgesellschaft, einen planvollen Sozialismus auf einer großen Makroebene für vollkommen möglich. Ich glaube, dass quasi die linke Vision nicht mit dem Rückzug ins Kleine identisch ist. Wie würden Sie das sehen? Also würden Sie zustimmen oder würden Sie da eine andere Position vertreten? Ja, ich würde da sogar zustimmen, weil ich habe das vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich habe im Grunde nur dargestellt, also ich habe nicht meine Auffassung dazu dargestellt, sondern ich habe dargestellt, warum kommen diese Kleinkernkraftwerke als Konzept so gut an in Teilen der Linken. Und das ist genau dieser Grund, den du jetzt gerade gesagt hast, Dennis. Ne? Also das ist also wirklich auf den Punkt gebracht. Es ist so, wir haben dann so eine Art Dezentralophilie in unserer Diskussion. Ne? Also da wird die Dezentralität als solche überhaupt nicht mehr reflektiert, sondern es wird von vornherein angenommen, sie generiere mehr, also mehr Menschennähe, mehr also irgendwie menschlichere, weil Menschen maßstäblichere Systeme. Ne? Und ich sage immer so halb scherzhaft, also auch einfach aus meiner Erfahrung der Arbeit, also ich habe ja sehr viel wirklich vor Ort so auf so Anlagenschlosserebene mit den Leuten auf der Schicht gearbeitet und einfach aus der Erfahrung des Kernkraftwerks, wie es vor Ort sozusagen funktioniert, ja, würde ich mal sagen, so eine Kiste würde auch als Arbeiterkollektiv funktionieren. Ne? Man darf nur bei einer Sache, ne, oder wie du sagst, ne, also in der Weltschweiz, ne, also ich habe ja als Osteuropa-Historikerin mich auch sehr viel mit Austromarxisten oder mit also mit ukrainischen Anarchisten und solche Leute auseinandergesetzt. Ne? Und es ist auch, ich habe ja auch in einem ukrainischen AKW geforscht, wo man wiederum sehr interessante nationale Techniktraditionen dann auch nochmal sich angucken kann. Und genau das ist der Punkt. Ne? Also wenn die umgebende Gesellschaft entscheidet, sie gibt sich diese Technik, dann kann sie die auch in einem egalitären oder kollektiven System organisieren. Die einzige Sache, die tatsächlich klar sein muss, ist, man darf sich nicht sozusagen in die Tasche lügen über die wirklich knallharten Dinge, die die Technik selber generiert. Ne? Also du gehst in einem Kernkraftwerk mit hochradioaktiven Substanzen um, du hast technische Systeme, die sehr komplex und eng gekoppelt sind, in denen also Zuständigkeiten und auch sozusagen Befehlslinien innerhalb der Anlage echt glasklar sein müssen, damit du in einem Notfall sehr schnell reagieren kannst. Das Interessante ist aber an solchen Systemen, dass die so im Grunde so aufgebaut sind, dass im Normalfall die Hierarchie sehr stark durchstrukturiert ist, im Normalfall die sich aber verflacht, ne? Weil dann jeder muss dann nämlich selbstständig wissen, an welchem Punkt er was zu tun hat. Ne? Da hat man gar keine Zeit mehr, da groß rückzufragen, sondern das muss sozusagen selbstorganisierend geschehen. Und das ist das Kennzeichen von sogenannten High Reliability Systems, die man auch in der Luftfahrt oder in der Hochleistungsmedizin hat. Ne? Dass die sich also im Notfall sofort umstrukturieren können
Und das sind tatsächlich Sachen, die darf man nicht vergessen. Ne? Also man darf es auch nicht zu unernst nehmen, sondern man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Art Technik schon wirkliche Ansprüche stellt an diejenigen, die sie betreiben. Weswegen ich eben auch sage, es ist nicht unbedingt für jede Gesellschaft und jedes Land die Kerntechnik, die Technik der Wahl. Ne? Es gibt zum Beispiel Länder, deren rein geografische Bedingungen für Erneuerbare einfach super geeignet sind. Nur Deutschland gehört halt nicht dazu. Das ist einfach unser Pech. Ne? Wir machen uns einfach die Illusion, dass wir mit Sonne und Wind genauso weit kommen wie zum Beispiel Chile oder womöglich Algerien, ja? die mit Sonnenenergie jede Menge reißen könnten. Wir aber eben nicht. Ne? Und das ist das, was ich anmerken würde, dass man sich erstens mal, das ist völlig richtig, wie du sagst, niemals von Technikimagologien technikstrategische oder energiestrategische Entscheidungen aufbinden lassen sollte. Das Zweite wäre aber immer zu bedenken, sozusagen mit Respekt vor dieser Technologie doch über sie nachzudenken. Also sie nicht zu verniedlichen, nicht zu unterschätzen. Aber wenn man dann sich anguckt, und das sind eben diese Illusionen, die sich viele Leute machen. Wenn wir uns mal angucken, was ist ein Offshore-Windpark? Ne? Also so ein 400 Megawatt riesiger Windpark in der Nordsee. Das ist ein Großkraftwerk und das ist ein Ding, was eigentlich nur ein Großkonzern hinstellen kann. Also die Behauptung, die Windkraft generiere per se irgendwelche flacheren Hierarchien oder besseren Strukturen, ist völlig illusorisch. Ne? Also dieser Windkraft bringt dann an seinem Netzknoten genauso viel Leistung rein, wie das ein WWR 440er in der Slowakei macht, ein Kernreaktor, ne? Ein kleinerer Kernreaktor, der in Osteuropa sind noch etliche davon in Betrieb. Ne? Das heißt, selbst für die Art dieses Netzes, ne? Ergibt sich eigentlich technologisch keine große Änderung. Auch die Vorstellung, dieses Netz sei irgendwie dezentraler, als es mal gewesen sei, ist eigentlich Kokolores aus technischer Sicht. Ne? Weil diese elektrischen Netze, die wir heute haben, und dieses europäische Verbundnetz ist bereits dezentral. Wir haben ja zigtausende Netzknoten, in die irgendwelche Erzeuger einspeisen. Ob das jetzt ein Kernreaktor ist oder ein Windpark oder eine riesige Solarfarm an dem Punkt, ist eigentlich Schnurz. Es ist trotzdem dezentral. Also die Behauptung, das eine sei ein zentralistisches, das andere sei ein dezentrales System, ist auch eine Imagologie, die man eigentlich über die Erneuerbaren so drüber gelegt hat, damit sie akzeptabel werden. Aber es ist eigentlich elektrotechnisch, würde ich mal sagen, ist das eigentlich nicht haltbar, ne, diese Behauptung. Alles klar. Wie ich sehe, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe den Marian mit seiner Meldung übergangen, weil ich die von Dennis zuerst gesehen hatte. Aber dann darf Marian jetzt seine Frage stellen. Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten hier mit meinem Internet. Erstmal fantastischer Vortrag. Ich habe wirklich, also ich habe null irgendwie Widerspruch, das passiert mir selten bei Vorträgen. Genau, ich habe zwei Fragen. Das eine ist eher eine Verständnisfrage, das andere nochmal eine inhaltlich tiefergehende. Du hast gesagt, dass bei jedem bisher bestehenden Kernkraftwerk quasi eine Endlagerung notwendig ist. Mein aktueller Stand mit so Transmutationskram war 300 bis 1000 Jahre muss man dann noch irgendwas lagern. Liege ich da falsch oder bezeichnest du das dann eben als Endlagerung? Das ist eher so eine Verständnisfrage. Und meine zweite Sache wäre, mich interessiert auch sehr dieses ganze Verhältnis von Kernenergie, Diskursen und Antisemitismus oder auch strukturellem Antisemitismus. Vielleicht erstmal ein paar noch nicht so besonders verbundene Gedanken dazu. Ständig redet man von Atomlobby. Ich habe noch nie jemanden von Solarlobby reden gehört. Es sind Gruppen wie IPPNW, die auch BDS unterstützen und solche Sachen. Es gibt auch eine antideutsche Kritik an der Linken, wenn ich an Justus Wertmüller denke, der einen Artikel dazu geschrieben hat über die deutsche Atomangst. Also es gibt da ja auch in der antideutschen Szene, die quasi sich sehr intensiv mit dem Antisemitismus in Deutschland auseinandersetzt, eben auch Kritik an der deutschen Atomablehnung und so weiter. Mich würde interessieren, ob du dazu was sagen kannst, was du da für Zusammenhänge siehst, im Speziellen auch historisch, weil ich weiß, es gibt ja, und damit komme ich zum Ende, es gibt ja jetzt auch gerade jede Menge Karikaturen
ausgekramt werden zum Thema Impfen, das jüdische Impfen und so weiter. Da quasi aus der Nazi-Zeit Ähnliches gibt. Ich habe mal so am Rande in Online-Foren was zu jüdischer Kernphysik gelesen, im Gegensatz zu deutscher Ballistik, das Abstrakte, das Konkrete und so. Kannst du da irgendwie auch historisch mehr zu sagen? Weil das interessiert mich sehr und ich kenne da bisher noch keine Literatur zu diesem ganzen Komplex. Ja, das ist richtig. Es gibt auch erstaunlich wenig Literatur. Und, rennst ohne eine offene Tür bei mir ein, weil ich habe so eine Aufsatzidee, die heißt Postfaschismus und Atomkritik. Da sammle ich das alles und irgendwann mal will ich das dann mal wirklich mal vereinheitlichen. Es ist tatsächlich so, wir haben im Grunde eine Denktradition in Deutschland immer gehabt im Kontext der Technikkritik, der moderne Kritik und vor allem eben dieser Atomkritik, die direkt rückführbar ist natürlich auf solche Attacken auf die sogenannte jüdische Physik. Damit war damals nämlich die Kernphysik gemeint, die in den 30er Jahren gerade neu oder und vor allem die Quantenphysik, die neu kam und in dem Kontext wurde dann auch Heisenberg als sogenannter weißer Jude angegriffen, also als zwar Arier, der aber jüdisch im Kopf denke, mit seiner Quantentheorie, Quantenmechanik. Und das sind tatsächlich solche, letztendlich solche Echos aus dieser Nazi-Physik und auch noch aus der Begeisterung übrigens der Nazis für so Autarkie und Windkraftkonzepte, ne? Also Stichwort Reichswindkraftturm und solche Sachen, die kommen wirklich als Echo in dieser frühen grünen Bewegung ganz stark wieder zuerst mal relativ stark zum Tragen. Darüber gibt es bei Jutta Ditfurth relativ viel Literatur, wenn du also was direkt lesen willst, so eine Kritik dieser ökobraunen Ränder in der grünen Bewegung. Also das ist relativ gut nachweisbar. Und das, was du da sagst, mit eben diese letzten Endes ins verschwörungsmythologische tendierenden Lobbykonstrukte, die ganz, ganz stark bei Gen, Atom und Pharma, ne? Das sind so die drei großen Lobby-Vorstellungen, die Diskussion dominieren, obwohl, wie völlig korrekt hier im Chat angemerkt wurde, natürlich auch die AfD rumfuhrwerk mit Pharma-Lobby und mit Impf-Lobby, ne? Also mit oder eben entsprechend mit Solarlobby. Ne? Aber die Parallele von solchen Denkkonstrukten, irgendwelche zentral organisierten, globalisierten, transnationalen Akteure würden dem Volkskörper sozusagen irgendwas Unsichtbares, Gefährliches injizieren, impfen oder eben durch Emissionen aus solchen Kernkraftwerken. Das ist unheimlich stark. Also dieses kulturelle Konstrukt des Vergiftens. Ne? Also da kommt dann auch wieder dieser dieses Motiv zum Tragen. Das ist, da habe ich jetzt gerade nur den Autorennamen gerade nicht parat, da gibt es auch eine großartige Monographie über eben das Motiv der Vergiftung in der deutschen Öko-Denktradition, dass das sehr stark aufnimmt, ne? Wie das im Grunde aus den nationalsozialistischen Diskursen in den deutschen Ökodiskurs und letzten Endes bis rein in die Grenzwertdiskussionen reinschwappt praktisch. Ne? Das heißt, hier haben wir ein riesiges Feld, wo eigentlich die ökologische Bewegung, also von Grünen bis Fridays for Future, eigentlich jede Menge Selbstreflexion machen müsste und wo erstaunlich ja erbärmlich wenig kommt, weil das sind natürlich echt die schmerzenden Stellen, ne, wo man nicht ran will, aber man muss ran, weil sonst passieren so Sachen wie Extinction Rebellion, ne, mit so neomalthusianistischen Konzepten und so teilweise offen antisemitischen Aussagen und, wie richtig gesagt wurde, wirklich absolut verurteilenswerte Koalitionen mit BDS, die auch von Fridays for Future meiner Meinung nach ungenügend nur thematisiert. Da hat man sich mal kurz distanziert und dann war aber auch schon wieder Ruhe, ne? Anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen, dass man mit den Leuten immer aber noch auf dieselbe Demo latscht. Ne? Das ist einfach so. Und ja, aber gut, da habe ich auch Lehrgeld gezahlt. Ne? Ich habe meine ersten Kolumnen auch bei Ach gut geschrieben und habe es dann gelassen, weil ich gemerkt habe, das ist völlig indiskutabel. Und da ist auch letzten Endes an der falschen Ecke gelandet. Und da habe ich auch schon harte Auseinandersetzungen hinter mir, inzwischen auch mit AfD-Lern, ne? Die mir ja ständig
weiß machen wollen. Ich würde der Klimalüge anhängen und solchen Sachen. Ja, sprich, wir haben Probleme, die wir adressieren müssen in der eigenen, im eigenen Milieu. Und wir haben auch prinzipielle Probleme in der Art und Weise, wie über Technik geredet wird. Das stellt sich mir immer krasser eigentlich dar. So, und die letzte Frage, wie ist das mit der Endlagerung? Ja, tatsächlich, Transmutation ist möglich. Ja, das ist technisch möglich, das ist auch nachweisbar, da gibt es Forschungsarbeiten für. Es gibt auch kleine Pilotanlagen, mit denen man das gemacht hat. Und das ist im Grunde von der Grundproblematik dasselbe, wie mit der, man könnte zum Beispiel auch den Chemiemüll, den man da jetzt in Herford-Neurode zu zigtausend Tonnen einlagert, natürlich auch transmutieren. Da gibt es auch viele Verfahren, die Chemiemüll verharmlosen könnten. Ja? Also, dass der dann irgendwie nur ein paar Jahre gelagert werden müsste und eben nicht für immer. Ne? Und der Knackpunkt ist, diese Verfahren sind extrem unwirtschaftlich. Also wenn man zum Beispiel, ich gebe nur mal so ein kleines Beispiel. In Russland gibt es einen Leistungskernreaktor, einen schnellen Reaktor BNR 600 und 800 in Bieloyarsk. Das sind also im Grunde schnelle Brüter, die tatsächlich mit Waffenplutonium oder mit Reaktorplutonium aus der Wiederaufarbeitung gefüttert werden können in Form von Mischoxidbrennelementen. Ne? Und wenn man das so stetig immer so macht, dann würde es reichen, wenn man jedem normalen Leichtwasserreaktor in Russland einen so ein BNR nebenan stellt, dann könnte dieser BNR tatsächlich auch die Menge dieser wirklich fiesen Kernbrennstoffbestandteile, nämlich dieser minoren Actinoide, die so extrem, auch diesen extrem strahlenden Anteil und den extrem toxischen Anteil ausmachen, könnte das bewältigen. Das wäre nur total unwirtschaftlich und deswegen wird es nicht gemacht. Das ist so im Grunde die Bilanz all dieser Unternehmungen, dass das technisch möglich ist, aber ökonomisch halt momentan, wie es immer so schön heißt, nicht darstellbar ist. Und deswegen wird es einfach nicht gemacht. Und deswegen ist der generelle Forschungskonsens tatsächlich, dass die am wenigsten schädigende Art und Weise, mit dem Atommüll fertig zu werden, eben tatsächlich das tiefengeologische Lager ist. Und selbst 300 Jahre sind für Menschen, für Entscheidungen, für Technologie eine ziemlich lange Zeit. Ne? Also das würde von uns zurückgerechnet bedeuten, so als Bach seine Kantaten komponierte, wurde das Endlager eingerichtet und jetzt kann man die Sachen so allmählich und mal wieder da rausholen, selbst bei den 300 Jahren. Ne? Das heißt, das sind wirklich, da darf man sich eben auch nicht in die Tasche lügen, die Kerntechnik stellt uns vor Herausforderungen, die an die Grenzen von menschlichen Konzeptionen gehen, einfach weil sie so multigenerational sind. Ne? Und das wird auch mit Transmutation nicht ganz abzufangen zu sein. Aber natürlich ist es wesentlich akzeptabler zu sagen, man reduziert die Menge des Atommülls auf ein Minimum und man reduziert auch die Aufenthaltszeit im Lager, anstatt wie wir jetzt in Deutschland halt die Situation haben, sich mit einem Endlagerkonzept rumschlagen zu müssen, wo der Gesetzgeber uns auferlegt, es muss eine Million Jahre sicher sein. Ne? Das ist auch wieder ein typisch deutscher Prozess, wo halt Deutschland das allerbeste Endlager aller Zeiten und Welten halt produzieren muss, anstatt es einfach wie die Finnen zu machen, die sagen, 100.000 Jahre Sicherheitsgarantie reichen auch. Ne? Aber die Endlagerdiskussion ist eine sehr, sehr komplexe extra Geschichte. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen Einblick, weil ich da selber in dieser Fachkonferenz auch drin saß. Aber da spielen auch wiederum ganz viele konzeptuell diskursive Dinge eine Rolle, Denktraditionen, die wiederum ganz viel zu tun haben mit der Exzeptionalisierung dieses Atommülls. Ne? Also wenn man sich direkt mit ihm konfrontiert, nämlich in so ein Zwischenlager mal reingeht und zwischen den Castor-Behältern rumwandert, ne, dann ist er so erstaunlich unspektakulär. Und im Diskurs wird er halt sehr spektakulär gemacht. Und das erschwert natürlich auch wieder die Auffindung von Lösungen. Ne? Denn wenn Dinge monströs sind, kann man sich nicht normal mit ihnen befassen. Da muss man im Grunde immer rechtfertigen, wenn man sie normalisiert. Und das ist das große Problem beim Atommüll eben. Ja, ich denke, Philipp, du wärst auf der Redeliste. Ja, vielen Dank von mir auch für den sehr interessanten Vortrag. Es wurde ja auch erwähnt im Vortrag, dass es oft dann auch von
sage ich jetzt mal, Befürwortern der Energiewende ist auch so ein bisschen diesen Technikdeterminismus gibt, so von wegen, ja, die Solarenergie wird sich jetzt ja sowieso durchsetzen, wird oft gesagt, weil das ja auch so viel günstiger wäre. Fragt man sich ja, wenn es so viel günstiger ist, warum ist es nicht schon lange durchgesetzt? Und dann kommt oft gegen, speziell jetzt gegen Atomkraft, das Argument, das sei ja jetzt viel zu teuer. Was ja bei dem Neubau von Atomkraftwerken tatsächlich auch ein Faktor sein kann. Also die sind ja auch grundsätzlich sehr teuer zu bauen. Das ist natürlich kein Argument gegen welche, die schon da sind, weil bei Atomkraftwerken die Hauptkosten ja der ursprüngliche Bau des Atomkraftwerks ist. Und da könnte man jetzt ja schon als Unterstützung für dieses Argument nehmen, dass jetzt die Großbritannien, wo jetzt gerade ja ein neues AKW gebaut wird, der französischen Energie, staatlichen Energiefirma, die das bauen, garantieren musste, ich glaube, über 80 Euro pro Megawattstunde dafür dann in Zukunft zu zahlen. Wie siehst du das? Also ist das abschätzbar, dass es wirklich halt einfach Atomstrom recht teuer ist? Oder ergibt sich das dann wieder, wenn man bei den erneuerbaren Energien halt eben auch die Speicherkosten und all diese Sachen halt mit reinrechnen müsste, die ja gebraucht werden würden, um dass es überhaupt eine Versorgungssicherheit damit gäbe? Rechnet sich das dann doch wieder im Vergleich dazu? Ja, also erstmal ist es so, wie du sagst, fange ich gleich von hinten an. Es ist tatsächlich sehr oft in den Diskussionen werden zwei Dinge durcheinander geschmissen, nämlich so die eigentlichen Anlagenkosten, also wie viel kostet es und wie lange dauert es, einen Windpark zu bauen oder eine Solarfarm, und die Systemkosten. Und da wird sehr oft vergessen, dass diese Erneuerbaren als System erst dann net zero sind, also wirklich CO2-arm oder CO2-frei sind, wenn sie entsprechend die gesamte Speicherinfrastruktur hinter sich stehen haben. Ne? Es nützt nichts, wenn man die Solar- und Windkraft dann mit Kohle und Gas, und zwar Gazprom-Gas, backupt. Man muss dann schon Grüngas haben oder Elektrolyse, Wasserstoff. Und das alles macht natürlich das Gesamtsystem wesentlich teurer, als wenn man nur immer betrachtet, betriebswirtschaftlich, was kostet mich das Erzeuger oder als Investor einen Windpark zu bauen. Ne? Und da wird leider in dieser Diskussion von Seiten der Befürworter der Erneuerbaren auch häufig sehr unredlich diskutiert. Ne? Die fangen dann an mit den Upfront-Investments eines AKWs. Die sind wirklich zigfach höher als die eines Windparks, das stimmt. Allerdings muss man da auch noch, das wird auch oft vergessen, veranschlagen einfach, die Kernenergie ist eine Marathon-Technologie. Ne? Das heißt, die ist extrem teuer im Upfront und dann läuft so eine Kiste, aber inzwischen 60 bis 80 Laufzeitjahre sind völlig denkbar bei so einem Kernkraftwerk der neuen Generation, also wie Hinkley C. Es kann 60 bis 80 Jahre laufen. Und in dieser Zeit müsste man zum Beispiel den neuesten 5-Megawatt-Anlagen-Windpark, also diese 1000 Anlagen, die man da als Äquivalent dieses Kernkraftwerks bauen würde, die müsste man in dieser Zeit ungefähr 2 bis 3 Mal neu errichten, ne, weil die Lebensdauer halt der Windkraftanlagen wesentlich geringer ist. Auch das wird häufig mal unterschlagen in so Diskussionen. Ne? Abgesehen davon eben, ne, Kapazitätsfaktor Kernkraftwerk versus Windkraft ist eben, das ist ein Klassenunterschied, ne? Und das macht halt den Kernstrom strukturell sehr wertvoll, während Windstrom nur mit Speichern strukturell wertvoll ist. Und die Speicher haben wir halt in dem Ausmaß noch. Also de facto haben wir in Deutschland außer Pumpspeichern null Speicher. Also das ist alles, was da in der Diskussion ist, ist völlige Zukunftsmusik. Von Kosten wird da auch größtenteils geschwiegen. Und das macht die Diskussion so, ehrlich gesagt, so zäh und auch oft so aggressiv, weil da werden ja dann im Grunde andere Agenten mitverhandelt. Da geht es nicht um die technisch beste Lösung, sondern es geht im Grunde gerade bei Leuten, die auch in der EE-Industrie arbeiten, sehr oft natürlich um die Angst, dass eine Rückkehr zur Kernenergie wesentliche Gelder, auch Fördergelder, von den Erneuerbaren wieder abziehen könnte. Das ist ein Fakt. Ne? Also wenn diese gesamte Energiewende ist im Grunde ein Fördermodell. Und es ist völlig logisch, dass im kapitalistischen System die einzelnen Akteure, die am Markt sich konkurrenzieren, jetzt um diese Förderung kämpfen.
Ja? Und da ist dann eben Hauen und Stechen. Da gibt es nicht die Vorstellung, wir haben ein Klimaziel zu erfüllen, sondern da geht es nur noch um die eigene Industrie als Selbstzweck. Es gibt auch Nuklearseite, die immer noch so drauf sind, allerdings in wesentlich geringerem Maße, weil die schon realistisch geworden sind. Ne? Die wissen genau, sie werden niemals ein 100% Kernenergiesystem hinkriegen, ne? Während die erneuerbaren Fans es tatsächlich sehr stark auf diesen Nullsummenspielen momentan aufsetzen und neben den Erneuerbaren wirklich überhaupt nichts anderes gelten lassen wollen. Das ist schlichte Konkurrenzangst. Das ist auch der Grund, warum im Endeffekt leider Befürworter von Erneuerbaren sehr, sehr schnell in Diskurskoalitionen mit Erdgasproduzenten zum Beispiel reinrutschen, ne, weil sich Erdgaskonzerne sehr geschickt, ich muss sagen, also wirklich muss ich meine Anerkennung zollen, die haben es sehr geschickt geschafft, im Grunde sich in die Funktionsstelle der Kohle als Brückentechnologie zu 100% Erneuerbaren so reinzuschmuggeln und sich als bester Partner der Energiewende da zu gerieren und dann auch noch den Mythos des sauberen Erdgases in unserer Öffentlichkeit zu implantieren. Das haben die schon ziemlich schlau gemacht. Ne? Aber in Wirklichkeit ist das natürlich überhaupt keine gute Lösung, ne? Die Erneuerbaren jetzt mit Gazprom zu backuppen. Aber das ist leider das, worauf es momentan so ein bisschen rausläuft. Und all diese Sachen werden natürlich ungern thematisiert, ne? Zum Beispiel wie die Gaslobby die Erneuerbaren in die Tasche gesteckt hat sozusagen. Ne? Und es wird auch extrem ungern darüber diskutiert, dass ungefähr 3 Jahrzehnte lang die Anti-AKW-Bewegung die saubere deutsche Kohle immer als Alternative zur Kernenergie aufgezogen hat. Ne? Mit Billigung natürlich von Gewerkschaften, die ihre Arbeitsplatzinteressen da in dem Spiel hatten und zur großen Freude der Fossillobby. Ne? Die dachten, besser kann es ja gar nicht laufen. Ne? Weil in Deutschland hatten wir halt in diesen Energiekonzernen immer so eine Doppelstruktur. Es gab ja keine reinen Atomkonzerne und keine reinen Kohlekonzerne. Da war in einem Konzern immer beides. Und deswegen konnten diese Konzernlenker eigentlich auch total locker die Kernenergie wieder fallen lassen, weil sie ja noch 2011 die Garantie hatten, dass das im Grunde die Lebensversicherung für die Braunkohle ist zum Beispiel. Ne? Und das ist genau die Tragik an dieser deutschen Situation, dass also dieser Killer Nummer eins, der ganz eindeutig die Kohle ist, ne? Also auch wenn man bilanziert, was die an Luftverschmutzungstoten angerichtet hat, der Killer Nummer eins wurde jahrzehntelang als das kleinere Übel euphemisiert und der wurde sogar noch mit großen Ehren verabschiedet. Ne? Wenn man sich anguckt, wie die Bergbauindustrie hier verabschiedet wurde, mit Riesenpomp und ganz viel Tränen im Knopfloch. Wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie die Atomkraft abgewickelt wird, da können einem schon Gedanken kommen, warum das so ist. Ne? Also dass im Grunde diese Killerindustrie mit großen Ehren dann irgendwann zu Grabe getragen wird und mit viel Geweine und Geheule, weil die Kohle hat ja so viele Identitäten produziert. Ne? Und die Kernenergie, die in Deutschland im Grunde, also ich müsste wirklich jetzt sehr tief in die Annalen gucken, um da Atomtote zu finden. Es gibt einige Arbeitsunfälle in deutschen Kernkraftwerken und ein paar schwere Fälle von Dosis. Aber es gibt so in der Zivilbevölkerung keinen einzigen Atomtoten in 70 Jahren deutscher Atomkraftnutzung. Ne? Und wenn man sich diese, einfach nur diese Vergleichsmaßstäbe anguckt, kommt einem halt einfach schon, kommt man schon ins Nachdenken. Ne? Da fragt man, warum ist das so? Ne? Warum wird die eine Industrie im Grunde total verharmlost und die andere wird übermäßig als Risiko wahrgenommen? Warum einigt man sich nicht auf der Mitte, also auf der absolut faktenbasierten Einschätzungen der Risiken und Nebenwirkungen beider Industrien. Ne? Das ist für mich auch so eine faszinierende Frage, warum das in Deutschland so gelaufen ist. Ja, okay. Ich hoffe, das war einigermaßen die Antwort. Ja. Soll ich hier mitlesen in dem Chat? Nein, alles gut, ich mache das. Ja, Erik hat auch gerade angekündigt, dass er Dennis den Vorrang lässt. Der hat direkt darauf eine Frage. Also Dennis, du darfst. Okay. Ja,
Ah, okay, gut. Jetzt bin ich, hoffe ich, ja. Also, ich fand den Punkt gerade sehr interessant, dass ein Grund dafür, dass die Kohleindustrie halt mit diesen großen Ehren verabschiedet wird. Also, ich meine, wir wissen, es ist hauptsächlich erstmal diese ganze Technophobie und so und diese Anti-Atom-Ressentiments. Aber ein Grund, den Sie gerade genannt haben, da war ja auch quasi, okay, bei der Kohleindustrie wird auch gesagt, da hängen diese ganzen Identitäten dran und so. Und ich meine, es ist ja auch faktisch wahr, dass, quasi die Kohle sozusagen als kulturelle Prägung irgendwie, sagen wir mal zum Beispiel das Ruhrgebiet oder so, stark geprägt hat. Und deshalb erinnert sich doch eher so, das ist auch so ein eher so ein rechter Impuls, quasi diese Identitäten in den Mittelpunkt zu stellen und quasi letztendlich über diesen Identitätsverlust zu jammern. Was ja witzigerweise eigentlich etwas ist, was der Kapitalismus permanent produziert, indem zum Beispiel das Handwerk abgeschafft wird, weil die Industrien produktiver sind. Aber dann wird doch immer, wenn dann der Staat oder die Gesellschaft eine bewusste Entscheidung trifft, irgendeine bestimmte Industrie abzuschaffen, dann ist so ein großes Geheule quasi da, weil quasi eine alte Identität abgeschafft wurde. Aber zur Frage der Identitäten fand ich nochmal interessant, weil Sie ganz am Anfang gesagt haben, Fridays for Future sei vor allem eine bürgerliche Bewegung, da ja diese Bewegung nicht, also weil sie quasi zu wenige migrantische und Unterschichtmenschen und so beinhaltet. Also ich stimme zu, die Bewegung ist bürgerlich in ihren Zielen, weil sie nicht antikapitalistisch ist, weil sie halt bürgerlich quasi letztendlich orientiert ist. Aber ich glaube, von ihrer Zusammensetzung her sind das ja Leute, die kann man zwar kulturell irgendwie als bürgerlich bezeichnen, weil sie aus der Mittelschicht kommen, oft gebildet sind und so, aber rein marxistisch gesehen sind das ja großteils Proletarierfamilien, also Lohnarbeiterinnen und jetzt nicht Leute, die irgendwie Privatbesitzerin von Produktionsmitteln sind. Also ist das nicht auch so, genau wie mit dem Kohlearbeiter, so eine Folklore, dass wir quasi jetzt, wenn wir an Proletariat denken, intuitiv stellen wir uns dann halt eher so die Unterschichten vor, so den Stahlarbeiter des 19. Jahrhunderts, wobei ja eigentlich quasi heutzutage mit dem technischen Wandel große Teile der Lohnarbeiterinnen halt tatsächlich auch irgendwie Abitur haben oder irgendwie sogar ein Studium und trotzdem betreiben sie natürlich Lohnarbeit. Also das hat mich daran erinnert, weil es ja gerade um diese Kohlearbeiter geht und die sind halt so ein Klischeebild von so einem echten Arbeiter und dann weint man so, die Kohle ist weg, jetzt geht dieser Teil unserer Kultur verloren. Und irgendwie bei dieser intuitiven Vorstellung, ich habe auch diese Intuition immer gehabt, aber bei dieser intuitiven Vorstellung, dass die Fridays for Future Kids quasi Bourgeois sind, schwingt doch auch irgendwo sowas mit, dass man so eine Art Tradition, Bild hat, was so der traditionelle Arbeiter ist. Und das Proletariat heute ist einfach, glaube ich, ein anderes. Aber genau, also ja, ich stimme zu, die sind bürgerlich in ihren Forderungen, aber ich glaube, in ihrer Zusammensetzung sind sie doch großteils aus der Klasse der Lohnarbeiterinnen. Ja, das stimmt sicherlich, wenn man, also ich bin ja in Ostdeutschland basiert, wohne in Leipzig, arbeite im Westen. Was mir natürlich da immer sehr stark auffällt, ist der krasse Unterrepräsentanz der Ostländer in all diesen Diskussionen, sowohl bei der Endlagerdiskussion, obwohl ganz viele Teilgebiete in Ostdeutschland liegen, als auch bei Fridays for Future ist der Osten unterrepräsentiert. Und das hatte unter anderem meiner Meinung nach auch mit diesen etablierten bürgerlichen Strukturen, die dieses ökologische Denken hervorbrachten, zu tun, die es im Osten so ausgeprägt halt nicht gibt, nicht in den Familien tradiert. Ne? Und da würde ich mir lieber das sozioökonomische Panel nochmal angucken, was zum Beispiel Kapitalbesitz oder einfach Besitzstrukturen angeht. Ne? Man muss nicht unbedingt Produktionsmittel besitzen, um Bürgertum zu sein. Ne? Also was in diesen Familien teilweise an Haus, Grund, Kapital, Assets drinsteckt, was die Kinder auch erben werden, ne? Ist zum Beispiel um Größenordnung mehr als das, was ostdeutsche Kinder erben werden, ne? Und das würde ich nicht unterschätzen. Und obwohl ich sonst völlig mit dir übereinstimme, ne? Also das, was du gesagt hast, trifft den Nagel auf den Kopf. Diese Identitätssachen sind mit totaler Kneifzange anzufassen. Und ich bin da, ich habe da auch ganz viel diskutiert mit dem Direktor des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum, die das ja letzten Endes diese Erinnerungskultur jetzt perpetuieren. Und das ist auch berechtigt, ne? Ich habe ihn aber mal gefragt, warum macht ihr das jetzt eigentlich? Ihr seid also jetzt das Energiemuseum eigentlich für die gesamte Bundesrepublik. Kümmert euch um die Kernenergie, ja? Die geht jetzt mit sang- und klanglosem Abschied und die Kisten werden abgerissen. Da bleibt nichts übrig von dieser Kultur. Das ist auch eine Technikkultur und das sind ganze Arbeitswelten, die da verschwinden, ohne dass man sich überhaupt erinnern will. Ja? Also das ist ja letzten Endes, was ich jetzt gemacht habe,
in meiner Habil. Ich habe im Grunde diese Arbeitswelt da so gewissermaßen ein Denkmal gesetzt, in dem Bewusstsein, dass die zumindest in Deutschland komplett abgerissen wird. Ne? Und da ist immer, da kann ich mich selbst nicht von freisprechen. Wenn man so lange zum Beispiel, ich habe ja wirklich jahrelang teilweise auch als Praktikantin, so als Werkspraktikantin so auf Schicht gearbeitet. Ne? Und man kriegt dann dieses, man kriegt dieses Lebensgefühl da einfach mit. Man kriegt auch mit, was da eigentlich Identität produziert. Das ist sowohl dieser Worker Pride, ja, also diese Gewissheit, ein gut ausgebildeter Facharbeiter zu sein, der direkt vor Ort in dieser Anlage, also sozusagen an vorderster Front arbeitet, auch die Risiken trägt. Ne? Also wenn da oben jemand eine falsche Entscheidung trifft, dann trifft es die da vorne in der Anlage sind. Das habe ich selber nicht am eigenen Leib, Gott sei Dank, aber in dem Kraftwerk, wo ich gearbeitet habe, auch während meiner Beobachtungszeit ist ein tödlicher Arbeitsunfall passiert. Und da kommen einem zwangsläufig solche Gedanken. Ne? Und aus dieser prekären Situation, so einerseits ein relativ gut bezahlter Facharbeiter zu sein, andererseits aber das Risiko des Kapitals da unten zu tragen in der Anlage, entsteht diese Identität. Ne? Das ist so eine Art Bergmanns-Identität, ne? Die auch bei den Kerntechnikern da durchaus nachweisbar ist. Ne? Und die hat sozusagen aus dieser Lebenswirklichkeit heraus, hat die ihre Berechtigung, ne? Weil die Leute letzten Endes ihre Knochen da unten hinhalten. Das muss man einfach so sehen. Ne? Und trotzdem aber war diese Kerntechnikergemeinschaft viel zu fragmentiert, ne? Also viel zu verteilt, eben auch so über die deutsche Provinz verteilt. Die sind auch so sozialdemografisch, sind die letzten Endes herkunftsmäßig so wie die erste Generation Kohlearbeiter um 1900 im Ruhrgebiet. Ne? Also das sind alles Kinder von teilweise noch, also Jahrgänge 50er, 60er Jahre. Das sind Kinder alle von Nebenerwerbsbauern und kleinen Handwerkern da im Weserbergland oder in Unterfranken oder so halbe Industriebauern schon so, die Eltern. Ne? Also so halb industrialisierte Agrargesellschaften, und die schicken ihre Söhne, vor allen Dingen für Frauen spielten da so gut wie keine Rolle, in diese Kernkraftwerke. Ne? Und das war für die der Sprung in einen gewissen Wohlstand, ne? Also in diesen Traum von Haus, Familie, Autos und Reisen. Ne? Und das sind so Lebenswirklichkeiten, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Die produzieren dann diese Identitäten, und die produzieren dann auch tatsächlich eher Identitäten, die heute sich gar nicht mehr proletarisch geschweige irgendwie links definieren, sondern leider, das habe ich ja auch festgestellt, ganz viele Leute sind, die früher eigentlich alle SPD gewählt haben, da in diesen Milieus, die sind alle zur AfD abgedampft oder in das große Kontingent der Nichtwähler, einfach aus kompletter Desillusionierung mit diesem Atomausstieg, ne, der ihnen eben den Betrieb unter dem Arsch schließt. Ne. Und das ist die Realität. Ne? Also das deutsche Proletariat, das echte, ne, oder diese Facharbeiterschicht, mit der ich da zu tun hatte, die sind größtenteils eher AfD-tendierend, ne? Weil kein anderer mehr, also auf der Linken zumindest, niemand sie mehr richtig irgendwo abholt. Ne? Und dann ist die Frage zu stellen, soll man sie so abholen, wie Sarah Wagenknecht das macht? Ne? Mit ganz teilweise ganz problematischen Rekursen auf eben so Identitätssachen und letzten Endes so impliziten, wieder dann so antimigrantischen Narrativen und so, was da alles halt dann so mitspielt. Ne? Aber es ist eben problematisch, weil ich habe halt mit den Leuten gearbeitet und ich sehe, woran es hakt eigentlich. Ich erinnere mich noch an so eine Szene, da musste ich fast schon wieder lachen. Oder ja, dann habe ich gelacht. Ne? Da war ich auf der Warte, also Kontrollraum da im AKW, und dahinter ist eine Küche. In dieser Wartenküche, da spielt sich das soziale Leben der Schicht ab. Und da gibt es einen ganz langen Familientisch, und da sitzt du dann und mampfst dein Essen. Und rechts von mir sitzt einer und links von mir sitzt einer, ein Kollege. Und beide politisieren, weil die immer denken, wenn ich da bin, da ist immer dann großes Politisieren angesagt. Und der eine schwallt mich durch das rechte Ohr mit irgendwelchen rechtspopulistischen Sachen, der andere durchs linke Ohr mit linkspopulistischen, und erzählt mir, warum er die Linke wählt. Ja.
Da musste ich echt so lachen, habe gesagt, Leute, ja, gibt es hier in dem Kraftwerk eigentlich irgendjemanden, der nicht populistisch wählt? Ja? Also das ist nur so symbolisch, ne? Weil daran merkt man, das ist so eine, also sozusagen die klassische Arbeiterklasse, wo man immer denkt, ah, das ist die Arbeiterklasse. Ne? Also nicht die Prekären, die zu Hause vorm Computer sitzen, sondern wirklich die, die mit dem Schraubenschlüssel nach rumlaufen. Die sind leider von der Linken momentan bis in wenige Segmente halt der Linkspartei nicht mehr angesprochen. Ne? Und darüber muss man sich schon Gedanken machen, warum das so ist. Ne? Und man muss sich auch darüber Gedanken machen, was wäre denn ein Identitätskonstrukt, weil ohne scheinen die Menschen nicht zu leben. Ne? Menschen bauen sich so. Also Selbstkonzepte, sagen wir es mal ganz neutral, es muss nicht Identität halten. Menschen bauen sich Selbstkonzepte und wie muss so ein Selbstkonzept aussehen, um nicht abzuschmieren in eben dieses gefühlige Beweihräuchern, im Grunde Beweihräuchern auch von einbetonierten Machtverhältnissen, ne? Und in all die Dinge, die da noch mitspielen, also so machistische Diskurse, die spielen ja auch eine gute Rolle in diesen ganzen Identitäten. Da kann ich auch als Frau, häufig einzige Frau über Tage in solchen Anlagen, auch erstaunliche Sachen erzählen. Allerdings auch erstaunliche Sachen über die Gesprächsbereitschaft, die da, ne? Also wenn ich dann so Sachen angesprochen habe, was für super interessante Gespräche sich daraus ergeben dann mit diesen Leuten, ne? Das muss ich auch zugeben. Ja, jetzt bin ich sehr abgeschweift, aber es gibt halt echt so extrem viel darüber zu sagen, ne? Also auch aus dieser Erfahrung heraus. Ja, die Identität entsteht durch Streiks und andere gemeinsame Aktionen, sehe ich jetzt gerade hier, lese ich. Der Punkt ist, ich habe genau diese Frage auch mal in den Kraftwerken angesprochen. Ich habe gesagt, Leute, warum habt ihr eigentlich 2011 nicht gemacht, was die CGT in französischen Kraftwerken immer machen würde. Ja, der Merkel gesagt, okay, wir zeigen dir jetzt mal, wie hier Energiewende geht. Wir gehen hier jetzt in allen damals noch irgendwie 12 deutschen Anlagen hier in Massenstreik. Ja? Und dann wirst du mal sehen, was passiert. Und das ist genau der Punkt. Ne? Diese deutschen Atomarbeiter sind natürlich in einer ganz langen Facharbeiter, gut bezahlten Facharbeitererfahrungen auch sehr quietistisch geworden. Ne? Also streiken war erstmal, als das noch so die Flächenversorger waren, da wurde es zum Ethos halt nicht zu streichen, weil man der versorgungssicherer war. Ne? Als dann aber der Strommarkt liberalisiert wurde, hätte man ja sagen können, naja, okay, jetzt ist der Strommarkt liberal und jetzt wird halt gekämpft. Ne? Jetzt geht es halt Arbeit gegen Kapital. Aber selbst das hat man dann nicht gemacht, sondern hat sich selber dann doch wieder Fesseln angelegt. Ne? Ich habe einen Streik beim AKW mitbekommen. Und da hat im Grunde die Gewerkschaft selber sich Zügel angelegt. Ne? Also wir alle haben gesagt, das war am Anfang der Revision. Und da gibt es so eine Phase, da gibt es eine bestimmte Phase, wenn der Reaktor geflutet wird oder eben umgekehrt, wenn der Füllstand wieder abgesenkt wird. Da gibt es bestimmte Phasen, wo man aus sicherheitstechnischen Gründen für den Fall des Falles eines Flugzeugabsturzes die Notsteuerstelle besetzen muss. Ne? Also da gibt es bestimmte Unfallszenarien, die werden da durchgespielt, die besagen, dass man für diesen bestimmten Betriebszustand braucht man mehr Personal. Ne? Da hätte man also mit einem absolut einfachen Gewerkschaftstrick, ne, hätte man einfach nur diese Notsteuerstelle streiken müssen und dann hätte die Betriebsleitung schon einlenken müssen und auf die Forderungen der Streikenden eingehen müssen. Das hat man nicht gemacht, ne? Obwohl alle gesagt haben, also eigentlich könnten wir hier genau an diesem Punkt ansetzen und dann wäre der Arbeitgeber sofort mit dem Rücken an der Wand. Ne? Und das hat man nicht gemacht und das macht man eben nicht, ne? Weil diese Leute sozusagen so ein erlerntes Ethos des Quietismus da irgendwie haben. Ne? Und das sind für mich so, und das ist zum Beispiel ein krasser Unterschied zu Frankreich. Ne? Da gibt es halt die kommunistische CGT, die ist in den Kernkraftwerken ziemlich stark und die streikt richtig rabiat. Da kann sich die EDF, weiß ich nicht, auf den Kopf stellen. Ne? Dann wird die Anlage eben abgefahren und mit einer Notmannschaft betrieben. Dann ist das halt so. Ne? Und da haben die natürlich auch ganz andere Druckmöglichkeiten, weil dort tatsächlich ja irgendwie 70% der Stromerzeugung von Kernkraftwerken abhängen. Und wenn dann ein paar Kernkraftwerke wegen Streiks vom Netz gehen, dann ist das schon eine Hausnummer. Ne?
Und ja, das sind alles so Sachen, wo ich mich manchmal auch frage, was ist da, wir haben auch so Diskussionen geführt, wer sich überflüssig macht, wird irgendwann überflüssig, ne? So, also wer nicht kämpft, wird irgendwann überflüssig und so, das ist durchaus auch ein Thema und allerdings habe ich auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mir völlig, also gerade so im Ingenieurs- und Techniker, Mittelbau bis ganz unten, die mir zugestimmt haben, die gesagt haben, ja, hätten wir eigentlich machen müssen, wir hätten eigentlich auf den Putz hauen müssen und die haben es halt nicht gemacht. Umgekehrt habe ich auch erlebt, tatsächlich, es wird auch extremer Druck, das dürft ihr nicht vergessen, ne? Es wird extrem Druck ausgeübt von den Konzernen auf die Belegschaften. Ich habe das selber erlebt anlässlich der Demo in Philippsburg Ende 2019, also diese symbolische Demo gegen die Stilllegung von Philippsburg. Da bekamen wirklich Gewerkschafter vor dieser Demo Anrufe direkt von NBW von ganz oben. Sie mögen doch bitte die Belegschaft nicht anstacheln, zu dieser Demo zu gehen, denn das könnte den Sozialplan für den Rückbau gefährden. Das war natürlich total gelogen, weil der Sozialplan für den Rückbau, der ist, das ist ein ganz anderes Level, auf dem da so Sachen verhandelt werden. Das hat wirklich überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen punktuellen Aktionen des Missfallens. Aber das war der Hebel, den die da ansetzen, ne? Also das war die Art Druck, die da ausgeübt wird. Und deutsche Arbeiter knicken dann ein. Wenn die diese Drohung hören von oben, dann kriegen die Angst. Und dann war auch tatsächlich, wir haben zwar lauter so geheime, weißt du, so aus vorbeifahrenden Autos, so geheime Sympathiekundgebungen, ne, die dann so also abgegeben wurden. Also, aber es kam wirklich kaum einer zu dieser Demo, weil die alle sauber eingeschüchtert worden waren. Ne? Und das ist natürlich eine total verkehrte Welt, wenn man sich vorstellt, ne? So die Grünen oder was weiß ich, ausgestrahlt sind immer noch dran mit Atomlobby und NBW, der böse Atomkonzern da in Neckar-Westheim. Ne? Und dann in Wirklichkeit hat dieser Atomkonzern längst grüne Vorstandsmitglieder, die da massiv dafür sorgen, dass es genau andersrum läuft. Ne? Das ist halt, es ist momentan eine total verkehrte Welt in Deutschland. Ne? Also auf die sogenannte Atomlobby würde ich da überhaupt keinen roten Heller mehr verwetten. Ne? Das steht auf jeden Fall fest. In Ordnung. Also in Anbetracht der Zeit, also Erik und Philipp stehen gerade noch auf der Redeliste. Ja. Solltet ihr euch noch irgendwie einbringen wollen in der Diskussion, eine Frage stellen, dann würde ich euch bitten, euch jetzt noch auf die Redeliste zu tun. Ansonsten würde ich nach Philipps Beitrag die Veranstaltung dann auch dem Ende zukommen lassen. Ja, Erik, du darfst. Entschuldigung, ich habe gerade von Facebook. Ah, okay, ja, nein, ich hatte nur vergessen, in meinem Programm mein Mikro anzuschalten. Es tut mir leid. Jetzt sollte man mich hören. Also was ich kurz für den Stream, was ich gefragt habe, ob Frau Wendland ein paar Tipps hätte, wenn wir über das Verhältnis von Technologie und Politik gesellschaftlich nachdenken, wie man bestimmte Denkmuster, in die man immer wieder hineinfällt, wie man die vermeiden kann
Und die zweite Frage ist, es scheint, dass Ihre Arbeit sehr stark auf so einer Case-by-Case-Analyse beruht. Also es ist quasi, okay, man muss dann eine ganz bestimmte Technologie historisch auch ganz bestimmt studieren. Da kann man nicht sagen, okay, oh, Gesellschaft und Technik und Politik verhalten sich auf die und die Art und Weise. Zum Beispiel dann Politik, Technologie bereitet immer ganz bestimmten Herrschaftsverhältnissen den Weg. Und nur so muss man dann neue Technologien sehen zum Beispiel. Und dann braucht man gar keine Case-by-Case-Analyse mehr machen, weil dann weiß man von Anfang an schon alles. Aber dass ja gleichzeitig das Problem ja ist, dass wenn man sagt, okay, ja, wir können da gar nicht so pauschal drüber reden, sondern wir brauchen eine detaillierte Case-by-Case-Analyse, dass das ja für, also sowohl innerlinks strategisch, als auch wenn es um generell gesellschaftlichen Diskurs und öffentliche Kommunikation geht, gibt das ein riesen Komplexitätsproblem. Also ja, wenn man einfach ein Narrativ hat von wegen, oh ja, Technologie fördert bestimmte Gesellschaftsverhältnisse, ja, da hat man eine super einfache Antwort und da braucht man nicht viel drüber nachdenken und das gibt einem sehr viel Orientierung. Und wie kommt man denn irgendwie mit dieser Art von Komplexität halbwegs klar? Ja, das sind so meine zwei Fragen dazu. Ja, da sprechen Sie natürlich mit mir jemanden an. Ich habe natürlich in meiner Forschung, das ist sozusagen eine meiner Methoden, ist tatsächlich das fallstudienbasierte Arbeiten. Und genau deswegen kommt das bei mir dann auch immer so raus, ne? Dass ich ganz stark fallstudienbasiert arbeite, weil ich einfach sage, ich brauche erstmal die, das ist auch so typisch Historiker eigentlich, ich brauche erstmal die wirklich ganz konkrete Evidenz, um meine Hypothese da zu erhärten. Ne? Das Zweite, was man aber daraus lernen kann und was sicherlich ein wirklich wichtiges Handwerkszeug ist, um sich eben nicht von so Images sofort im Grunde so einlullen zu lassen, ist tatsächlich, liebe Leute, konfrontiert euch mit der schieren Materialität von Technik. Also im Grunde ein materialistischer Ansatz der guten alten Art. Ne? Das ist das, was ich gemerkt habe, dass die Menschen viel zu wenig fragen, was eigentlich konkret an der rein stofflichen Seite, ja, für Dinge geschehen da unten an dieser technischen Basis. Das sieht man eben ganz herrlich, gerade am Beispiel der Erneuerbaren, wo überhaupt, also die scheinen ja fast körperlos zu sein, wenn über sie diskutiert wird. Da ist immer alles nur Licht und Leicht und auch die Imagologien, da sind immer nur die Farbskala, die da abgerufen wird. Und man sieht eigentlich immer nur glänzende Flächen von Solarpaneelen, die so blau glänzen. Und dann sieht man immer nur ein einzelnes Windrad. Und dann kommt daraus diese Vorstellung, diese Technologie sei quasi masselos. Ja? Und wenn man sich dann mal die reinen Massenströme anschaut, die man für die Erneuerbaren braucht, wenn man damit wirklich Kohle- und Kernkraftwerke ersetzen will, dann kommt man erst auf die schiere Tonnage sozusagen, ne, die diese Form von Energieumwandlung eigentlich darstellt. Und das ist genau der Punkt, wo sich meiner Meinung nach auch wieder ganz viele in die Tasche lügen. Ne? Das sei halt so eine ganz leichte Form und auch so eine reversible Form von Energietechnik. Man muss sich einfach nur angucken, was man allein an Betonwirtschaft hat, um diese Technik zu bauen. Ne? Damit will ich gar nicht sagen, diese ist schlecht oder diese ist nicht schlecht. Ne? Also ich bin großer Fan von Kleinwasserkraft und ich finde Offshore-Windkraft eigentlich eine ganz vernünftige Sache. Ne? Also ich will das gar nicht wertend verstehen, aber ich will, dass sich die Leute bitte einfach mal konfrontieren mit der Technologie in ihrer Materialität und das wird derzeit in der Diskussion halt nicht gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Tipp. Der zweite Tipp ist tatsächlich, dekonstruiert die Images. Ne? Also diese Imagologien, die werden in der Regel von Leuten gemacht, die nicht aus der direkten Konfrontation mit der Technik kommen. Das war auch schon in den 50ern und 60ern mit der Atomkraft so. Ne? Also die großen Narrativproduzenten waren in der Regel niemals die Praktiker in der Energiewirtschaft, die diese Anlagen gebaut haben, sondern das waren halt so Wissenschaftsgurus, ne? Also große Physiker, also so, die so einen Guru-Charakter hatten. Oder das waren Wissenschaftsjournalisten, die da die großen Utopien bauten. Und natürlich waren das Politiker. Ne? Und es ist erstaunlich, es ist jetzt wieder genauso bei den Erneuerbaren. Ne? Also die Praktiker der Netztechnik und der Energiewirtschaft, die sind wesentlich zurückhaltender mit ihren Euphorien. Und die euphorischen Leute, das sind so diese medialen Mittlerpositionen oder auch
charismatische Wissenschaftler oder auch medial sehr agile Wissenschaftler wie Quaschning oder wie heißt dieser Astrophysiker nochmal, Lesch, ne? Bei dem habe ich ja sogar auch mal als Sparringspartner mitgewirkt. Ne? Das sind so Leute, die unheimlich, oder auch Rahmstorf, ne? Von der Klimawissenschaft, der ja auch viele Aussagen zur Energie macht. Und diese charismatischen Wissenschaftstypen reden aber dann oft von Dingen, also gerade wenn sie von Kernkraft reden, von Dingen, von denen sie eigentlich wenig Ahnung haben. Das sehe ich auch immer wieder an ihren Aussagen. Und genau das macht es dann so schwierig, ne, diese Diskussionen dann wieder zu erden. Ne? Und ja, das Dritte, was ich erstmal empfehlen würde, was unheimlich hilft, um Diskussionen wieder runterzubrechen auf eine saubere Analyse. Das ist auf jeden Fall, sich nicht in diese Freund-Feind-Nullsummenspiele reinziehen zu lassen. Und das ist wirklich sogar die schwierigste Aufgabe, weil man hat leider in der Klimadebatte im Grunde das Freund-Feind-Schema und dieses ganz stark auch dann leider auch schon wieder emotionalisierte Schema der Atomkontroverse eigentlich schon übernommen. Ne? Also da ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Über das Klima wird derzeit auch wieder unheimlich diskutiert mit Gut und Böse, also so Bösewichte gegen Lichtgestalten. Ne? Also da werden dann auch Bösewichte identifiziert, wie meinetwegen Bojanowski, dieser Wissenschaftsjournalist von der Welt, ne? der halt den Klimawandel auf keinen Fall leugnet, aber halt die Ambivalenzen dieser Wissenschaftsdiskussion ausleuchtet. Und dem wird jetzt vorgeworfen, er verharmlose den Klimawandel, weil er eben die Direktheit der Ergebnisse anzweifle. Ne? Und es wird unheimlich viel Energie darauf verschwendet, Feinde zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass diese Feinde zum Schweigen gebracht werden. Anstatt einfach sich klarzumachen, wir haben hier eine Aufgabe, wo wir damit nicht weiterkommen mit diesem Schema, sondern wir müssen ja, wenn wir diese Klimakrise bewältigen wollen, dann müssen wir die gesamte Gesellschaft irgendwie integrieren in diese Vorhaben. Ne? Wir werden sonst, wenn wir das nicht machen, werden wir in den nächsten Wintern da irgend so eine Gelbwestenbewegung stehen haben. Das ist das, was ich befürchte, was dann irgendwann kommt. Ne? Das heißt, was derzeit passiert, diese ganz starke moralische Aufladung dieser Diskussion, und die hat man leider aus der Kerntechnik, aus der Kernkontroverse übernommen, ne? Anstatt nüchtern über Risiken und Technikfragen zu diskutieren, die es ja gibt. Ne? Also es wäre töricht zu sagen, die Kernenergie sei super in Ordnung und da hat es nie Probleme gegeben, schon gar, wenn diese Industrie kapitalistisch organisiert ist. Das Problem ist aber, dass man es zur Moralfrage, zur Frage des eigenen Lebensentscheids aufrüstet. Ne? Und dass man auch die Klimadebatte jetzt unheimlich stark aufrüstet zu einer Art Selbst- und Lebensreformfrage. Also die individuelle Lebensentscheidung, die rückt in den Mittelpunkt. Und ich sage halt Leute, und das sagen auch andere, nicht ich alleine, sondern es gibt auch Soziologen, die das ganz knallhart konstatieren, hier hilft nicht die Lebensreform, ne? Dieses vielleicht fliege ich ein bisschen weniger, vielleicht schaffe ich das zweite Auto ab, sondern hier hilft nur knallharte Ordnungspolitik. Ne? Deswegen würde halt in diesem Falle, um es jetzt an die Kernenergie rückzubinden, es würde eigentlich nur helfen, dass jetzt ein Bundestag hingeht und sagt, wir erklären einen Klimanotstand und da werden halt bestimmte sehr, sehr schmerzhafte Maßnahmen ordnungspolitisch reguliert. Ne? Das heißt, es werden zu einem bestimmten Stichtag die Ölheizungen wirklich untersagt und es wird einfach jetzt die Kerntechnik unter Staatsregie weiterbetrieben. Das wären schon mal ganz wesentliche CO2-Einsparungsmechanismen. Ne? Aber ich fürchte, das wären tatsächlich radikale ordnungspolitische Maßnahmen, die müssten eigentlich, also da wäre eine SPD wahrscheinlich noch am ehesten geeignet, das zu machen, aber ich glaube nicht, dass das eine künftige, wahrscheinlich ja rot-grüne Koalition diesen Mut zusammennehme, das zu machen, auch gegen die eigene Identität, ne, die eigene Biografie, da dann zu verstoßen und plötzlich zu sagen, ja Leute, es tut uns weh, aber wir brauchen diese Kernkraftwerke noch. Ne, das wäre eine Sensation. Ich glaube auch, es wäre ein Schritt, der wirklich auch dem letzten Schnarcher klar machen würde, uns ist es wirklich ernst mit der Klimakrise. Ne, aber ich fürchte,
dazu kommt es nicht, weil da steckt einfach zu viel Angst und zu viel Ressentiment und vor allen Dingen viel zu viel individuelle Biografie in diesen Leuten. Und die können dann einfach nicht abschwören von ihrer eigenen biografischen Erfahrung. Und ich kann das ja selbst sagen, ich bin auch mal Atomgegnerin gewesen und habe einen schmerzlichen Abnabelungsprozess von dieser Bewegung hinter mir, und ich habe auch ziemlich viele Weggefährten verloren, auch ziemlich viel verloren. Ne? Also ich bin mit ziemlich krachend aus dem wissenschaftlichen Beirat der Heinrich-Böll-Stiftung geflogen, ne? Weil sich halt Leute aus dem grünen Establishment natürlich zu Recht über mich beschwert haben, ne? weil ich relativ dezidiert für Kernenergie eingetreten bin. Und ich habe ziemlich viel verloren auch durch diese öffentlichen Aussagen, das muss ich zugeben. Und das traut sich halt auch nicht jeder. Ne? Da gibt es Leute, die können noch viel, viel mehr verlieren. Die werden da ganze Freundeskreise verlieren, wenn sie plötzlich sagen, die Kernenergie ist doch noch nötig. Und das wollen die halt nicht riskieren. Und ja, deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Ne? Ist das einigermaßen beantwortet, die Frage? Nach sozusagen drei Grundprinzipien, die ich erstmal empfehlen würde, um eine Diskussion zu führen. Außerdem würde ich natürlich immer sagen, ich finde es gut, wenn man immer wieder sagt, Leute, glaubt bloß nicht, es reicht, den Antrieb auszutauschen. Na, zum Beispiel diese ganze Diskussion um Elektromobilität finde ich teilweise völlig bizarr. Ne? Also, dass keiner auf die Idee kommt, die Automobilität als solche nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und zu sagen, ist nicht vielleicht auch denkbar, dass wir die Öffis wieder in die Fläche ausbauen, die, was weiß ich, kostenfrei machen. Und am Schluss gibt es dann selbstfahrende E-Taxis vom Bahnhof, also vom Dorfbahnhof, da irgendwo in die Fläche rein. Ne? Aber es muss nicht jeder, der auf dem Land wohnt, noch drei Autos haben, nämlich für sich, für die Ehefrau, um zur Arbeit zu fahren, und dann noch für das erwachsene Kind, um zur Ausbildung zu fahren. Also so ist ja die Realität auf dem flachen Land teilweise. Oder sehr oft. Und da nützt es auch nicht, diesen ganzen Blechkram einfach den neuen Antrieb einzusetzen und denselben Blech wieder unsere Städte verstopfen zu lassen. Das ist für mich eigentlich so ein, also auch wieder technikhistorisch begründbar, man muss sich nur mal vorstellen, man hätte damals der Postkutsche nur den neuen Antrieb eingesetzt, ne? Anstatt die Eisenbahn als völlig neues System aufzulegen. Ne? Das ist so ein ganz gutes Beispiel. Also so ein echter Systemwechsel wird nie nur durch eine Antriebskosmetik geschehen, sondern der wird wahrscheinlich auf ein völlig anderes Level gehoben sein. Und deswegen, um das auch nochmal zurückzubinden an die Kernenergie, glaube ich auch, die wird wiederkommen. Ne? Weil also schlicht die historische Entwicklung ist von energiearmen zu energiedichten Formen. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir bei den Erneuerbaren stehen blieben, die ja extrem extensive Formen sind. Also die energiehistorisch im Prinzip ein Zurück zu unseren Vorfahren sind. Ne? Also zu extensiven Formen und zu vor allen Dingen tageszeit- und wetterabhängigen Formen. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass moderne Menschen dazu nicht in der Lage sein werden, sich wieder wetterabhängig zu machen. Das heißt, wenn diese Speichertechnik aus irgendeinem Grunde scheitern sollte, weil sie zu teuer ist oder aus irgendeinem anderen Grund nicht implementierbar ist, dann wird das Ende der erneuerbaren Energien sein. Also da werden dann die Bandenergien, Wasserkraft und Biomasse übrig bleiben und die Photovoltaik und die Windkraft werden nicht den Durchbruch schaffen. Da ist meine Prognose. So. Da steht noch was im Chat. Ah ja, ja, das stimmt. In der Beziehung bin ich auch durchaus konform mit Fridays for Future, ne, dass ich sage, das ist zum Beispiel eine Sache, die als Prinzipfrage gestellt werden muss. Also diese gesamte Autogesellschaft, die ja nicht nur bedeutet, das Auto als Artefakt, sondern da ist eine ganze Siedlungsstruktur, die dahinter steckt. Da ist eine ganze, also nicht nur eine Siedlungsstruktur im Sinne von, die Städte sind den Autos angepasst, sondern auch die gesamte Zersiedlung der Landschaften hat natürlich auch mit diesem Mobilitätsschema zu tun. Und das ist zum Beispiel das Interessante. Ich habe ja
in Osteuropa in Atomstätten geforscht, also das sind Werkstätten für Atomkraftwerke. Da hat man tatsächlich genau wegen dieses fehlenden Mobilitätsschemas, denn im Sozialismus damals in der Sowjetunion hatten kaum Leute private Autos, da musste man sozusagen die Arbeiter zum Werk bringen und sei auch das Werk mitten in der Auwaldpampa da irgendwo in der Nordwestukraine. Und auf diese Weise sind dann halt wirklich diese raumschiffartigen Atomstädte entstanden, also mittendrin in einer wirklich teilweise noch vormodern tickenden Sumpf- und Waldlandschaft standen dann diese modernen Artefakte dann da in der Gegend. Ne? So eben dieses Kernkraftwerk mit 4 Blöcken und dann diese Hochhausstadt daneben. Also, ne? Und ansonsten ein paar Kilometer weiter Dörfer, wo die Leute noch mit dem Pferdewagen unterwegs sind. Ne? Und das ist genau einer der Gründe für diese völlig andere Siedlungsstruktur da im Osten, die man da der Kernenergie aufgesetzt hat. Und bei uns. Ne? Bei uns sind die Leute halt mit dem Auto von sonst woher da zu ihrer Arbeit gefahren. Ja, das heißt, an diesem Automobil hängen extrem weitreichende andere strukturelle Entscheidungen. Und die müssen wohl angefochten werden. Das sehe ich auch so. Und da macht man sich natürlich wirklich völlig unbeliebt, weil wiederum am Auto halt so viel, zumindest in der mittleren bis älteren Generation, unheimlich viel natürlich an Identität auch dran hängt, an Freiheitsversprechen und an Ängsten auch, das zu verlieren. Ne? Weil dann das gesamte Lebensschema würde in sich zusammenbrechen, wenn man das Auto nicht hätte. Alles klar, dann würden wir mit Philipps Beitrag zur Diskussion zum letzten Beitrag dieser Diskussion kommen. Also du darfst, Philipp. Ja, danke. In Deutschland wird sich das Thema ja wahrscheinlich bald erstmal erledigt haben, in dem Sinne, dass die letzten AKWs, ich glaube, Ende nächsten Jahres ja ausgeschaltet werden. Ich gehe auch jetzt nicht davon aus, dass das irgendwie noch verhindert werden könnte, wobei es natürlich gut sein kann, dass irgendwann nochmal neue gebaut werden müssten. Aber jetzt ist ja das Thema auf europäischer Ebene so ein bisschen, das wird ja gerade diskutiert, ob im Namen Rahmen dieses Green Deals jetzt auch Atomkraftwerke in anderen Ländern gefördert werden können. So wie ich das mitbekommen habe, ist es die deutsche Politik, die sich da teilweise gegenstellt, ja, die das jetzt auch in anderen Ländern damit dann quasi verhindern will, wo die Franzosen die das halt überhaupt nicht verstehen, warum die Deutschen so gegen Atomkraft sind. Und es gibt ja auch jetzt immer mehr also eigentlich schon lange, aber es wird auch immer stärker und wichtiger, auch aufgrund gerade dieser variablen Energiequellen der erneuerbaren Energie, die Vernetzung der europäischen Stromnetzwerke, was ja letztendlich auch dazu führt, dass, im Moment ist es so, dass Deutschland eher Kohlestrom nach Frankreich exportiert, aber wenn Deutschland sich halt abhängig macht von den erneuerbaren Energien, dann muss man halt, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, Energie importieren, und da wird sicherlich auch viel der Atomstrom aus Frankreich dann eine wichtige Rolle spielen. Also teilen Sie da meine Einschätzung, dass im Grunde genommen Frankreich als Atomstromland letztendlich so eine wichtige Versorgungssicherheitsrolle im europäischen Energienetz letztendlich übernehmen muss, wenn jetzt gerade Deutschland zum Beispiel aus der Atomenergie komplett raus ist, um eben dann einzuspringen, wenn halt der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Also momentan ist es sogar schon so, dass eigentlich, wenn man sich mal die Statistiken anguckt oder die Electricity Map, das ist immer eine schöne Quelle, es ist eigentlich jetzt schon so, dass im süddeutschen Bereich wegen des Atomausstiegs notorischer Stromunterschuss ist und eigentlich ständig ungefähr 1 bis 3 Reaktorblöcke in Frankreich nach Deutschland exportieren. Ne, das sieht man auch an diesen, aber diese Kuppelstellen sind halt, die haben eine Kapazitätsgrenze, mehr als ungefähr 3 Blöcke können da, glaube ich, gar nicht die Kapazität rübergeschickt werden. Das heißt, es hat auch Grenzen. Ne? Das heißt, da liegt auch einiges am Netzausbau, weil umgekehrt kann man natürlich auch argumentieren, Windüberschüsse in Deutschland könnten besser in Europa an den Mann gebracht werden.
wäre dieser Netzausbau weiter. Das muss man tatsächlich erstmal nüchtern betrachten. Man muss auch die Constraints der Kernenergie in Frankreich unter Klimawandelbedingungen durchaus mit einkalkulieren. Also es gibt einen kleineren Anteil von Kernkraftwerken in Frankreich, die zum Beispiel Direktkühlung ohne Kühltürme haben. Das heißt, wenn die Niedrigwasser an ihrem Fluss haben, dann gehen die vom Netz. Ne? Das machen die Franzosen, die sagen, okay, die 5 Anlagen, die kratzen uns nicht. Da wird in Deutschland dann immer großes Theater gemacht. Ah, es ist der Beweis, dass die Kernenergie nicht klimafest ist. Dazu habe ich mal einen schönen Kühlthread geschrieben, also mit Überlegungen, warum das so nicht stimmt. Ne? Dass man kann Kernkraftwerke auch unter Dürrebedingungen ziemlich lange eigentlich ohne Probleme betreiben. Aber das würde jetzt technisch zu weit führen. Aber wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, es gibt Constraints. Allerdings haben auch Windparks Constraints, weil meistens in solchen Hitzephasen halt auch der Wind extrem schwach weht und dann die Windkraft leider auch da niederliegt. Ne? Das ist dann vor allen Dingen an werktäglichen Sommerabenden, wo diese Situation herrscht und die PV schon raus ist aus dem System, weil es halt dunkel wird, kann es dann so Engpasssituationen geben. Ne? Das heißt, es ist wirklich so, wie du sagst, diesem reinen Konstrukt des europäischen Verbundes kommt mehr Bedeutung zu, als das früher der Fall war. Und wir haben einen Risikofaktor, denn die Reserven, die wirklich gesicherten Leistungsreserven, sind gerade in Deutschland rapide abgeschmolzen worden in den letzten Jahren, nämlich eben in Gestalt von Kohle und Kernkraft. Und das Problem wird uns meiner Meinung nach zunehmend auf die Füße fallen und das wird einfach darin enden, dass dann Kohlekraftwerke, die Kernkraftwerke will man ja nicht anpacken, ne? die sollen ja einfach vom Netz gehen, aber dann wird man eben irgendwelche alten Dreckschleudern noch in Zwangsreserve halten, um einfach nicht komplett auf dem Arsch zu landen, wenn Mangellage ist. Ne? Das wird wahrscheinlich einfach dann von der Bundesnetzagentur, werden die dann sozusagen zwangsverpflichtet. Anstatt, was ich eben sage, klüger wäre, die AKWs einfach zu verpflichten. Ne? Das könnte man dann dasselbe dann wenigstens CO2-arm haben. Aber das ist tatsächlich das Grundproblem. Also tendenziell kommt Frankreich da eine größere Rolle zu. Und es gibt auch wirklich so Zyniker in Deutschland, die sagen ganz klar hart, ja, natürlich wird das so enden. Ne? Die Deutschen werden natürlich nur symbolisch aus der Kernenergie aussteigen, nämlich aus ihrer eigenen. Und dann werden die über so eine Art verlängerte Atomwerkbank, nämlich dann in Zukunft aus Frankreich, aus Tschechien, womöglich noch aus der Ukraine. Ne? Also die Ukrainer sind sehr interessiert dran, ihren Atomstrom in die EU zu exportieren. Werden die dann Atomstrom beziehen, aber eben nicht mehr den eigenen. Ne? Und dann hat man also auch sehr bequem das Atommüllproblem, was sich natürlich daraus ergibt, auch sehr bequem dann in die Ukraine, nach Tschechien und nach Frankreich verlagert. Und selber steht man als der erneuerbare Musterknabe da. Ne? Das ist so die Art, wie es wahrscheinlich laufen wird, aber die halt so eigentlich eine typisch deutsche Lösung ist, ne? dass man unheimlich viel so für Aushängeschild und Sonntagsrede macht und in Wirklichkeit der knallharte Zyniker ist. Ne? Da gibt es ja auch viele andere Beispiele, ob das jetzt Erinnerungskultur ist, so NS, ne? Wenn man sich anguckt, was tatsächlich mit Ghetto-Renten und Entschädigungen für griechische Hinterbliebene von SS-Massakern und so gemacht wird, nämlich gar nichts, ne? Aber gleichzeitig wird an jeder Ecke Berlins ein neues Denkmal aufgestellt, damit sich alle richtig gut fühlen. Ne? Das ist so die typisch deutsche Art, mit so Sachen umzugehen. Ne? Also unheimlich viel Symbolpolitik und so Fensterreden, Politik zu machen. Und bei der schieren Materialität, da sieht es dann anders aus. Und da sind wir dann wieder bei der Materialität. Also deswegen schätze ich so die Technikgeschichte, weil die sich so rückbindet an die knallharte Gegebenheiten. Und wenn man da die Gegebenheiten nicht kennt, dann kann man halt auch keine Aussagen machen. So gesehen glaube ich, das wird so ein bisschen die Zukunft, und es kann durchaus sein, also ich schließe nicht aus, dass auch in Frankreich dann wieder neue Anlagen gebaut werden und die auch vielleicht irgendwann mal aus ihren Kinderkrankheiten da rauskommen und dann in Serie da ihre EPRs hinstellen und natürlich Deutschland dann irgendwie von Katanom 6 bis 10 versorgt wird. Ne? Also das ist jetzt heute natürlich noch Spekulation, aber das ist völlig denkbar, glaube ich. Ja,
Dann denke ich, würden wir diese Veranstaltung ich habe auch hier die ganzen Schriftkommentare, die lesen. Ach, hier sind noch Kommentare, ja, ich sehe es. Ja, how to blow up a pipeline. Ja. Schon wieder, Mist. Okay. Ja, was okay. Ist passiert? Ich habe mich wieder gemutet in meinem Programm, ach weil so. Ich nicht in den. Es können nur, ja. Ich habe alles gehört. Ja, ja, okay. Also, übrigens, das ist einer der Gründe, warum ich ja also inzwischen nur noch halb ironisch sage, Kernkraftwerke instand besetzen. Ne? Also eigentlich bräuchte man eine militante Aktion, wo irgendwann da das Transparent raushängt, diese Anlage ist instand besetzt und wo man zumindest symbolisch sagt, hier, diese Anlage wird jetzt in Allgemeingut übernommen und produziert weiter, weil wir brauchen einfach diesen CO2-armen Strom. Ne? Aber das wäre tatsächlich das, wovon ich eigentlich träumen würde. Und das würde es ist nur sehr, sehr schwierig, denn die Anlagen sind halt besser abgesichert als der Hamburger Hambacher Forst. Und es gibt auch wiederum andere Argumente, die gegen so eine Aktion sprechen würden. Ne? Aber symbolisch gesehen sage ich eben, eigentlich bräuchte man sowas. Ne? Und man muss nicht mehr die Anlagen instand besetzen. Es würde eigentlich reichen, wenn mal ein paar hundert Fridays for Future Leute den Arsch hochgekriegt hätten und sich mal vor so ein Kernkraftwerk gestellt hätten, um diesen Spieß umzudrehen, ne? Um zu sagen, ja, wir brauchen sie ganz bestimmt nicht im Besitz von E.ON und von RWE, aber wir brauchen die Kisten als Handwerkszeug. Ne? Da hätten die alle Sympathien dieser Atomarbeiter sofort, wären in die Herzen dieser Atomarbeiter zugeflogen. Und aus irgendeinem Grund hat Fridays for Future nicht geschafft, davon diesen erlernten, weil die haben ja alle letzten Endes diese Atomangst-Narrative haben die ja aus ihren Sozialisationsinstanzen gelernt. Ne? Also das Elternhaus, was teilweise schon grün wählt, die Schule, die Kirche, die Medien, die haben den Leuten ja nichts anderes erzählt jahrzehntelang, als dass Atomkraft gefährlich ist und das Schlimmste ist, was es gibt. Ne? Und viele haben ja Gudrun Pausewang, also diese Narzissen-Autorin, da im Unterricht gelesen. Ne? Und da gab es ja auch einen super Artikel drüber in den Bahamas, ne, über diese Bücher, wo die Deutschen sich so selber zum Massenopfer halluzinieren, um nicht mehr über den Holocaust nachdenken zu müssen. Ne? Und ich kann es fast diesen Kids nicht verdenken, dass sie so ticken, wie sie ticken. Viele von denen wissen nicht mal mehr, dass es sogar noch Atomkraftwerke bei uns gibt. Ne? Die denken, das sei längst irgendwie in die Geschichte vergangen. Ne? Aber was ich inzwischen, also zumindest Frau Neubauer dürfte es inzwischen wissen, der schreibe ich nämlich jede Woche zwei Tweets dieses Inhalts. Und ich finde, diese Diskussion ist längst überfällig bei Fridays for Future, ne? Dass man ganz, ganz eindeutig sagen müsste, Hambi bleibt, wenn Emsland bleibt. Ne? Also wenn das Kernkraftwerk Emsland bliebe, dann müsste man überhaupt keinen Hambacher Forst abbaggern. Ne? Dann bräuchte man diese ganze scheiß Braunkohle überhaupt nicht mehr. Das sind halt, ja, diese Friktionen und diese letzten Endes ja, hakeligen Nebenschauplätze unserer Energieszene, das ist halt ein undankbares Gebiet, ne? Weil da gibt es halt nicht so gut und böse, und, wie man das gewöhnt ist. Und da wird es kompliziert und deswegen packt man es halt nicht an. Und das finde ich sehr schade, ja.
So gesehen, herzlichen Dank an euch, dass ihr mir zugehört habt mit meinem Zeterum Censeo. Ja, also erstmal Ihnen vielen Dank für diesen echt großartigen Vortrag und auch die sehr ausführliche Diskussion. Ich habe sehr viel mitgenommen. Und auch danke an die Leute, die zuschauen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch interessiert, was wir machen, wenn euch gefällt, was wir machen, könnt ihr uns auf Social Media folgen. Wir sind auf allen relevanten Netzwerken vertreten. Und wenn ihr das schon tut und euch wirklich gut gefällt, was wir machen, kann man bei uns auch Mitglied werden. Das Formular dazu findet ihr auf unserer Website designing-history.world. Ja, danke, dass ihr da wart. Auf Social Media werden wir unsere weiteren Vorträge ankündigen. Also wir sehen uns euch da gerne wieder. Und nochmal danke, Frau Wendland. Super Vortrag. Gerne nochmal. Gern geschehen. Hat mir auch Spaß gemacht. War intellektuell herausfordernd für mich. Und ich würde gerne mal so einen Workshop machen, also face-to-face mit... vielleicht habt ihr einen Kanal zu Fridays for Future. Ich habe nämlich immer den Eindruck, die Leute da irgendwo da unten, die wären sogar aufgeschlossen, sowas mal zu machen. Man muss ja nicht Frau Neubauer um Erlaubnis fragen. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man sowas mal machen könnte, wäre ich auch gern bereit, da als kostenfreie Diskutantin und Dozentin mitzumachen bei einer Sommerschule oder bei, hast du nicht gesehen, weiß ich nicht. Ja, okay. Ja, wir bleiben in Kontakt auf jeden Dankeschön. Fall. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.